Geile Mucke, ne? Bam, bam, bam. Geile Mucke. So, das habe ich jetzt mal laufen lassen, meine lieben Freunde. Ja, wie man euch erkennen kann, neben vorhin, ich spiele Fishing Simulator Pro Tour. Ich bin wieder fit, Leute. Vorhin ging es mir ein bisschen beschissen, jetzt geht es mir wieder ein bisschen besser. Und deswegen ein bisschen Fishing, nicht Fishing Blended, sondern Fishing Simulator. Ne? Die umgedrehte Version des Fischens. Nee, hier kann man auch mit dem Boot natürlich auch spielen und ja, nicht schlecht, finde ich. Also ich habe es mal ein bisschen angetestet gestern in der Nacht. Gestern eigentlich geholt und ein bisschen angetestet. Geht so eigentlich, die Physik ist ein bisschen so, ja. Bitte, ja, genau, ja. Der Christian hat mir das Spiel gesagt, ne? Ich habe es schon gekannt eigentlich, aber ich wollte es eigentlich nicht hertun, deswegen hat es Christian auch gesagt und dann habe ich es mir eigentlich hergenommen für 12,49 €, glaube ich, oder sowas habe ich bezahlt, glaube ich, ja? Irgendwas in dem Bereich? I don't know. Und ich bin eher so der Schwarz bei Schächten so. Ich habe jetzt noch keine gescheite Route oder so, aber man kann eigentlich mit einem Boot ein bisschen rumeiern. Keine Mucke. So. Also ich bin halt hier. Mach jetzt das mal hier in Amerika. Ja, man muss ein bisschen reinkommen. Das ist halt ein bisschen anders als wie Fishing Blende, meine lieben Freunde. Ja. Achim ist hier. Moin, Diggi. Und ja, muss ein bisschen reinkommen. Ich guck mal, ob die Lautstärke gut genug ist. Markus C. ist hier. Achim ist hier. Christian FC Schalke 1904 Fan ist hier. Und dann suche ich mal die guten Dinge. Ne? Hier, ne? Habe ich ein Bötchen? Ah. Was war jetzt los? Hallo? Was ist denn los? Wie geht's, Diggi? Ja! Das finde ich schon mal cool, hier rumzueiern. Und ein Angelblatt suchen. Und das Geile ist... Warte mal, ein bisschen leise tun, machen, das ist mir zu laut, da kriege ich ja Hörschaden hier. Machen wir mal hier so in dem Bereich, ne? So. Anwenden. Schon ein bisschen angenehm, ne? Roman ist hier, moin. So, und hier kann man eigentlich diese Fische, denke ich mal, fangen. Ich suche mal, ich habe auch einen Fischfinder, ne? Cool, ne? Und jetzt kommt das Beste, Leute. Warte mal, jetzt kommt das Beste, ne? Jetzt habe ich da einen Drolling-Motor. Ja, den kann man hoch machen. Und runter machen. Ist das geil? Oder ist das geil, ne? Warte mal, ich mache hier. Ich habe eigentlich, wie gesagt, gestern auch ein bisschen kann man schon Sound machen hier. Das ist auch ein bisschen was hören, ne? Von der Spielphysik, ne? So. Ich denke mal, das ist sehr gut. Ja. Ist das cool? Aber mein lieber Herr Gesangsverein, das könnte ich stundenlang so machen. Aber jetzt kommt's erst. Warte, Leute, jetzt kommt's jetzt. Jetzt kann ich auch natürlich fahren, ne? Ja! Jetzt passt mal auf hier. Guck mal hier, jetzt mache ich hier so, ne? Diese Taste, Blödsinn. Diese, Alter, bin ich jetzt blöd? Da. Da. Wo ist die Taste? Bin ich jetzt blöd? Also hier. So, einmal hier halten und dann. Ja, halt du? Wo ist jetzt meine Taste? Ah, hier. So. Ja. Und dann kann ich hier fahren, Leute. Und natürlich die Geschwindigkeit, ne? Und das Geilste ist, man kann auch lenken. Versteht ihr? Ist das geil? Ja.
Dann kann man hier umstellen, ne? So an sich. Ne? Und jetzt, jetzt kann ich eigentlich einen Wurf machen mit dieser, ja, mit diesem Wurbler, ne? So. Ich muss gar nicht so weit werfen, Leute, ne? Und jetzt kommt's, ne? Jetzt muss ich die Stufe einstellen, hier, das ist hier. Ja, da muss ich ein bisschen variieren und wenn der Biss kommt, dann die Geschwindigkeit, ne? Machen wir jetzt mal 3, ne? Und dann dreht man hier rein, konstant 3, ne? Und wenn der Biss kommt, muss ich anschlagen, hinten. Wenn. Ich habe jetzt nicht runtergelassen, muss ein bisschen höher, ein bisschen runterlassen. Cool, ne? Das gefällt euch, ne? Ich weiß, dass es euch gefällt. Ne? So. Warte. Und da kann man hier so einmal, ne? Und dann hast du eigentlich hier den Punkt und kannst du hier links, rechts, wow, wo du halt hinwerfen willst, ne? Dann machst du einmal hier Power. Ah! Ich Idiot, ich muss oben bleiben. Ja, das war jetzt ein mieser Wurf. Ja? Dann lässt man ein bisschen runter. Links sieht man nichts, habe ich gerade gemerkt. Weil das geht gar nicht, Leute. Ihr wollt ja das sehen, ne? Papa regelt das mal. Timer. Ja, Leute, wisst ihr, Leute, das ist alles Arbeit, ja? Alles mache ich nur für euch. Ne? Hier eigentlich die Karte. Braucht sie unbedingt? Ja, man weiß nicht so genau, ne? Lass ich mal so, ne? Dann drehe ich mal rein, ne? Und die Stärke, ich habe letztens schon probiert ein bisschen, habe da schon ein bisschen geangelt, ne? Also nicht hier, sondern in einem anderen Bereich. Ich habe natürlich andere Köder noch. Machen wir hier ein besserer Wurf mal, ne? Warte, Leute, jetzt dann. So. Achso, man muss ein. Ich bin immer noch bei Fishing Planet. Ne? Und jetzt, Achtung, jetzt drehen wir rein. Und wenn der Biss kommt. Ja. Oh, Biss. Oh mein Gott. Oh. Digi. So, jetzt muss man aufpassen. Muss man immer drehen, weil. Dann. Ja, so. Ja, die Physik ist geil, ich weiß. So, und dann muss ich ja gucken, dass die Schnur nicht. Ja. Oh, es klappt gut. Alter, habe ich einen Anschlag gemacht. Ja, da muss man ein bisschen aufpassen, ne, ein bisschen hier, ja. Aber das ist glaube ich, ein Forellenbarsch, ne. Und immer hier an der Anzeige muss man immer ein bisschen mit dem Drehtchen runterdrehen, so ein, Alter. Und dann kannst du hier hochziehen, drehen tue ich ja, links drehen, ne. Und dann kann ich hier die Bremse ein bisschen ein, aber das Problem ist eigentlich, wenn der abzieht, kann die Schnur reißen, weil ich ja nicht so eine starke Route noch habe, ne. Das ist ein Forellenbarsch oder irgendwas in der Art, keine Ahnung. Geht der mit mir gerade im Kreis? Alter? Was ist los? Hört ihr, wenn ich ein bisschen hochdrehe, so? Komm, Digi. Also da. Hoi, also. Hoi, Leute, so. Hoi, also. Hoi. Warum geht der immer im Kreis? Bremse. Man muss mal gucken, die Bremse noch ein bisschen an. Was ist. Das ist ein Fehler in der Physik, oder? Das ist ein Zander? Oh! Oh! Wow. Ich habe auf den Chat gegoogelt. Das darf ich nicht machen, solche Scherze. Ist es ein Zander? Oh! Der Kind, was? Oh! Oh! Ja, die Physik ist hier natürlich ein bisschen mehr her drin. Nummer hier wie ein echter. Nicht verlieren! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ich hab doch. Da muss ich. Ja, du redest die ganze Zeit durch die Kuh. Hau den raus! Das ist ein Zander!
Herrlich, oder, Leute? Ja? Ja, da kannst du einen Screenshot machen hier. Ne? Habe ich ein Foto gemacht? Kann man hier ein Foto machen? Das ist ein Zander. Es ist... Geil, oder? Oh, halt, der Drill. Ich dachte nicht, dass es nee, ein Glasaugenbarsch ist es. Nicht ein Zander, ein Glasaugenbarsch. Ja, jetzt warte, jetzt kommt's. Die Physik ist geil von dem her. Vom Fisch, wie der Schwanz so runterhängt. Wenn du einen Zander hältst, eigentlich ist es eigentlich so, dass der Schwanz runterhält, wenn du ihn hältst, ja? Soll ich es beweisen? Ich beweise es euch, Leute. Da könnte noch eine Verbesserung her. Weil, wenn du einen Zander hältst, wenn er noch nicht tot ist, ja, meine Lieben, dann hängt der nicht so runter. Also, ihr wisst, was ich meine. Nicht? Halt ein Zander halt. Egal, ob es ein Barsch, ein Zander, ein Hecht ist. Wenn du den richtig hältst, ja, und ein schönes Bild machst, sieht es eigentlich so aus. Ne? Kommen wir da fast hin, oder wie? Nicht ganz, oder? Ja. Aber gut gemacht. Vom Fischer sieht gut aus. Also, ne? Oh, was meint ihr? Gutes Game, oder eher? Alter, der ist immer im Kreis gegangen. I believe I can fly. Der hat mir einen Drehbogen gemacht. Warum? Das, bei den anderen Fischen ging er links, rechts und so. Der ging nur immer in so einem Kreis ringsum. Herrlich. So, da gibt es aber noch mal einen, ne? Geil, Leute. Macht Spaß. Ah! Ich vergesse immer, dass ich oben bleiben muss. Ja? Die Stufe, diese Drillstufe ist hier 9 bis irgendwas. Da muss man gucken. So. Hey! Wie wat? Wie wat? Da. Hecht? Ist das geil? Da auch. Guck. Sim, sim. Was? Kann man lassen, aber cooles Spiel. Ja, doch, ist doch. Ist doch mal. Jetzt warte, Digi, jetzt pass auf. Muss man runterlassen? Der Anschlag kommt. Ich muss Anschlag. Ja, warte. Oh, 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 ist da etwa... Bitte nicht... Mutter... Was? Schon wieder ein... Alter. Alter, du hast gar keine Zeit hier. Da muss ich echt aufpassen. Nur keine... Da muss man ein bisschen aufpassen hier. Guck, 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 guck. Oh mein Gott. Ja, so. Ja, ich meine, die Physik ist schon eigentlich in dem Bereich, was... Wo? Ist jetzt nicht so groß. Ich muss echt... Mit der Bremse, das ist eigentlich nicht logisch. Normal stellst du Bremse einmal ein und dann passt das. Und dann, dass der da so... Ne? Oh. War ganz lustig eigentlich. Mal was anderes, Leute, ne? Ich muss ein bisschen aufpassen, sonst... So kannst du Maus, lässt du ihn ein bisschen, ne? Pumpst ihn ein bisschen. Und die Bremse halt ein bisschen aufbauen, wenn es drüber geht, dann... Ja. Komm, Digi. Komm. Das ist ein Forellenbarsch. Oh! Lars vom Hof ist hier, Daniel ist hier. Kann man lassen, aber cooles Spiel. Nee, wieso ist mal was anderes? Ich mache nochmal Fishing Planet am Digi und zusammen. Da hast du den Schwarzbarsch, du. Ne? Kannst du wegmachen, dann kannst du den Screenshot machen, ne? Ne, mach mal hier so, ne? Schön.
Guckst du noch an? Ja, es gibt hier Fische, das ist ganz gut, das ist ganz gut. Aber ich will noch mal den. Und natürlich kann man die Kleider auch wechseln. Ne? Ich kann mich auch. Jetzt habe ich halt eine Frisur wie. Alter, das geht gar nicht, oder? Warte mal. Einstellungen. Ich muss mal meine. Warte mal, geh nochmal raus. So, Erscheinungsbild. Jogginghose. Dann hier so, ne? Meine Fresse sieht aus. Warte mal. Was? Ich bin eine Frau? Was gibt's als Frauen hier? Okay. Ich bin so grimmig, ich bin ein Angler. Jo, Bro! Oh, guck ich hier, wa? Oh, Joachim. Wa? Gibst du die Au nur das Aussehen hier? Was gibt's hier, Haare? Bisschen gay-mäßig, ne? Sieht er aus, ne? Alter! Wart, stopp, halt! Wa? Ich bin Lars, der Angler. Und ich sehe aus so wie ein Massenmörder, aber das ist halt mein Erscheinungsbild. Und ich gehe gern angeln, ne? Habe ich das schon erwähnt. Klingt komisch, ist aber so. Sehe aus wie ein, ja. Diese Fresse, ne? Der sieht aus wie. Hallo, mein Schüsse. Der sieht aus wie ein Chinese. Bist ein bisschen bleich, ne? Ah, da gibt's noch einer. Ach, der hat sich jetzt geändert, guck. Ey, warum? Alter, warum ziehst du so grimmig? Er sieht aus wie. Grimmig, guck mal. Ich bin Lars. War mal Oberteil hier. Was gibt's denn hier? Oh, rot. Rot ist Liebe, ne? Grün? Ach komm. Das passt zu deiner Hackfresse, ne? Achso, das kostet. Ja, geschenkt ist der Tod. Genau, stimmt. Genau, habe ich ganz vergessen. Oh, das ist doch mal Neongrün. Da springen die Fische schon selber ins Boot, ne? Rot ist auch die. Rot ist die Liebe, ne? Vieh habe ich noch nicht so aus, weil ich keine Kohle habe. Das nehme ich. Ja, es muss wehtun in den Augen, Leute. Ist mir egal. So. Haarfarbe. Oh, Haarfarbe. Alt muss ich aus. Ich bin alt. 48. Ich mache mich hier ein bisschen alt, ne? Augenfarbe. Das ist braun bei mir. Standardhosen. Was haben wir denn hier? Nichts Gescheites. Standardschuhe. Ach, die anderen kosten alle. Ach komm. Zubehör, kein Gegenstand. Siehst du, da musst du halt die Points, ne? Ah, ich bin Lars, ne? Habe auch ein Cappy, ne? Und sieht komisch aus. Ist er? Ja! Ja, warte, stopp, halt, das war gut. Wir stoppen nochmal zurück. Alter, das war geil. Scheiße, die kostet. Glaube ich denn? Die Brille war Hammer, Leute. Die. Alter, 3D hier. Oder? Ach, schade, Leute. Ich will aber noch nicht kaufen. Ich muss ein bisschen sparen. Ich muss erstmal ein bisschen Fisch. Ich hätte nur Geld verfügbar, ne? Aber. Gut. Erscheinungsbild. Ja, das lass mal kommen. Sieht der grimmig aus? Angelausrüstung habe ich hier. Gehackter Wurm und so, da muss ich dann noch kaufen. Ich weiß noch nicht genau, wie das geht. Boote gibt es auch, ne? Lackierung. Denk mal, die kostet, ne? Siehst du, da gibt es dann so die Lackierungen, was man habt. Ich zeige euch mal das alles so. Ich finde es gut, was ich gut finde am Spiel ist, die Physik muss ich mich noch dran gewöhnen, dass man Boot fahren kann, dass man den E-Motor runterlassen kann und fahren kann. Das finde ich schon mal geil. Und dass man auch in Österreich auf den See gehen kann, ne?
Ach, das ist auch schön, ne? Hier im Uli ist live. Ja? Jetzt spielen, ne? Da gibt's Karriere, Angelausflug, gibt's Karrieremodus. Können wir da mal machen. Mehrspielermodus, Offline-Turniere und so weiter und so fort. Und ein ganz chilliger, ohne Druck angeln, ne? Gehe ich nochmal nach Amerika, weil ich fand das eigentlich ganz recht gut, ne? Da gibt's verschiedene, ihr seht, ne? Österreich gibt's, Frankreich gibt's. Da am Bergsee in Österreich. Finde ich jetzt gut, dass sie das auch drin haben. Da gibt es Forellen und Frankreich halt. Vereinigte Staaten, da war ich, glaube ich, oder? Klarer Himmel, da kann ich noch einstellen, was ich will. Und Wetter kann man. Starker Regen, klarer Himmel, leicht bewölkt, dynamisch, wie man will. Ne? Ich finde es nicht schlecht. Es ist gewöhnungsbedürftig, ja. Aber es ist nicht schlecht, finde ich. Von dem her ist es eigentlich, wenn es die Physik mit dem Angeln noch, das ist so ein bisschen umstellen, man steht da so ein bisschen saublöd hier, ne, finde ich. Da kommst du nicht raus gleich in einem, ne. Gehen wir noch darüber, da war es eigentlich recht gut, ne. Ja, ich meine, ne. Fällt euch doch, ne? Ein bisschen rumeiern hier, ne? Da, wo so eine Schneise ist, da sind immer Fisch, Leute. Ja? Dann kann man da direkt stumm bleiben und angeln. So. Und was ich geil finde, ist eigentlich der E-Motor. Nice, ne? Dann muss man hier oben bleiben. Na hier, diese Taste. So. Und dann kannst du fahren. Ich finde die geil, dass die Einstellungen hier, ne, ein bisschen gucken kann, so, oder? Kann man ein bisschen in den Hotspot-Bereich fahren und dann halt entweder ausschalten, ne, hochnehmen, wie du willst. Ne. Der Fischfinder, was ich jetzt bei dem Spiel vermisse, dass sie das nochmal an, dass man den Fischfinder sieht. Ne? Aber hier sieht es gut aus. Ich glaube, hier kann ich Fisch fangen. So, diese Perspektive, da sehe ich, wo ich werfe. Das kann man eigentlich alles ausblenden, einblenden, wie man will. Ne? Also von dem her, ja. Schönes Game. Wer gern angelt, finde ich es gut. Man kann dann runterlassen. Jetzt lasse ich es ein bisschen runter. Man sieht hier links, wie der Blinker oder der Wobler hier runtergeht. Ne? Man kann dann diese Einstellung. Das finde ich jetzt eigentlich gut, weil es nämlich so sieht man es eigentlich wirklich, wenn man dann so fischt. Ne? Und dann drehen, ne? Die Bremse ein bisschen runter. Man kann auch eine Stoppphase machen. Das sieht man jetzt halt nicht so beim Drehen. Das vermisse ich ein bisschen, dass man das auch sehen würde. Also von der Einstellung. Ne? Man sieht eigentlich. Oh! What the? Normal kommt hier Strike oder so. Gut angeschlagen noch. Oh, der war. Oh, das ist wieder, glaube ich, so ein. What the? Oh, ganz hin. Guck, und dass der halt nach links geht, warum auch immer. Ja, man kann ihm dann auch ein bisschen Schnur geben, ne? Ja, so. Man kann da ein bisschen herziehen, wie es halt wirklich ist. Ja? Die Bremse ein bisschen. Das habe ich gestern getestet in der Nacht. Hallo Schatz, ich habe einen Fisch. Und dann muss man wirklich aufpassen. Wenn der dann wegzieht, ist glaube ich ein Schwarzbarsch. Oder? Da kann man halt links, das ist halt mit der Maus, da kann man das, ja, so. Zieht man her, klein bisschen. Bremse immer ein bisschen achten. Eigentlich ja, von der Physik ja, ist es eigentlich schon so, dass man eigentlich die Route so. Oh, bisschen lassen, da muss man. Oh, das ist gut, wenn sie mal abdrehen. Hallo Schatzi! Was ein bisschen schwierig ist, als wie bei Fishing Planet, ist, dass man sich ein bisschen mehr konzentrieren muss, wenn er genau so abzieht. Seht ihr? Oh, springen auch noch. Was? Alter!
Oh. Okay, das finde ich jetzt geil. Das ist nämlich wirklich so. Guck, dann lässt du ein bisschen die Bremse, ne? Was ich ein bisschen vermisse, dass man eigentlich die Bremse. Oh! Oh! Willst du verarschen? What the heck? Das ist gut gemacht. Ja, das stimmt eigentlich. Ja? Normalerweise ist es so, dass man die Bremse einstellt. Dass der Fisch immer, wenn er dann geht, geht, ja. Und dann drehst du ja eigentlich nicht mehr. Das stimmt eigentlich. Ich bin derselbe Angler. Dann drehst du nicht mehr, lässt die Bremse machen. Und dann gehst du auch mit der Rute, so wie jetzt, ne? Aber dass der so hoch schnellt, ja klar, weil die Bremse drückt. Weil jetzt habe ich ja nicht so einen guten eine Schnur dran, eine geflochten, ich weiß gar nicht, was ich dran habe, ne? Ich aussehe grimmig, ne? Na, ich bin Lars, der Angler. Ein bisschen Schmollmund. Aber, oh, er hat gelächelt. Er hat gelächelt. Lächeln nochmal, mach ich einen Screenshot. Lach nochmal. Komm, Digi. Zeig den Fisch. Ja, und lächeln. Lächeln. Ja? Ja. Du musst lachen, Digi. Lächeln. Na? Ja, geht. Er hat ein leicht. Ich bin mir gespannt, ob das Grinsen höher wird, wenn es ein größerer wird, ne? Das Lachen war noch da, ne? Alter, gehen die ab, ne? Bist du blöde. Was ich jetzt nice finde, ist, dass man hier eigentlich dann so schauen kann, wo man werfen kann, ne? Die Natur ist geil. Und wenn ich jetzt sage, nee, will ich jetzt nicht werfen, oder halt, ja, Wurfmethode ändern, Wurf neu starten, ne? Und dann kann ich eigentlich den E-Motor hier, ne, den kann ich hochnehmen. Und wieder runter, haben wir schon gezeigt. Lächeln ist ausgekauft, ich habe extra den genommen, weil er so ernst guckt, ne? Digi, guck fröhlicher. Du bist am Angeln, guck mal die Natur an, es ist einfach nur geil, ne? Relaxed, ne? Dani muss nicht kotzen, weil sie ist nicht dabei. Schönes, ruhiges Wasser, ne? Kein Schaukeln, nix. Läuft bei dir, ne? So. Und das Geile ist eigentlich wirklich mit diesem Motor, ne? Und da kannst du hier lenken, ne? Kannst du die Stufe einstellen? So, mit 1, ne? Kannst du eigentlich vertikal kannst du angeln, ne? Ne? Finde ich gut. Zack. Wie gesagt, es ist ein Test, ne? Wow! Da kannst du die Geschwindigkeit. Alter, was war das? War das jetzt ein Biss beim Runterlassen? Man kann auch warte mal, Leute, ich habe hier noch ein Inventar. Ich habe noch ein Greenbit, wo nicht tauchen, sondern oben ist, ne? Und zwar den da gibt es dann einer, wo oben bleibt. Der ist tauchen, der bleibt oben, ne? Ja. Spinner geringe Reichweite. Das sind dann die Routen, wo man sich kaufen kann. Alles klar, ja. Das habe ich noch nicht gecheckt.
Wo ist der mit dem Popper dran? Ist das der mit dem Popper? Das ist ein bisschen verwirrend gerade. Drei ist die Bankett mit dem Popper. Das, den habe ich reingehauen. Ja, dann will ich mal probieren, ob es geht. Ja, drei, oder? Oh, das ist zu hoch, aber egal. Ui. Was? Oh ja, die Giss. Oh ja. Da ist ein Popper dran, oder? So, die Stufe ein bisschen drehen. Bin mir jetzt nicht sicher. Ah, ja, ja. Ja, ja. Ja. Das sind wieder diese Plopper. Da kommt doch einer! Wo? Warte, 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 das war gut. Ah, da kann man gleich, wenn man den Wurf falsch macht, kann man dann gleich. Geil, ne? Oh, das ist zu viel. Oh, nicht auf dem Felsen! Ah, warte mal, die Stufe muss runter. Das muss ich mit der. Ja, das muss ich noch rausfinden, wie man den. Na, komm. Probier das mal. Geil! Recht lustig, ne? Aber das mit dem Poppen muss ich noch rausfinden. Warte mal. So ein bisschen. Ja. Das war zu viel. Nee, das krieg ich nicht. Oh, da kommt denn. Oder ich muss ihn einfach drehen. Schön, ne? Das ist Natur pur, Leute. Ja, okay. Das geht. Alter! Okay, das funktioniert. Tom möchte jetzt schon Fische poppen. Dann ich glaube, das bist du gefragt. Ja, ich will alles poppen hier. Angeln, Fische, Dani. Alles hier. Das alles und noch viel mehr. Würde ich machen, wenn ich König von Deutschland wäre. Ganz leicht, guck. Ja? Oh mein Gott! Oh mein Gott! Forelle! Ist das Forelle? Oh mein Alter, das ist gut. Das. Was? Aufpassen, Leute, hier mit der Bremse, ne? Also ein bisschen. Ja, das heißt, wenn ich die Bremse mir ausmache, kann der Fisch weiter weg, ne? Guck, wenn ich die aufmache, dann. Merkt ihr? Dann geht er mal weiter weg, ne? Aber auch das Problem, auch, dass ich ihn verliere, ne? Und das ist halt das Blöde dran, ne? Oder das Gefährliche dran, ne? Und deshalb muss man halt ein bisschen mit der Bremse hier variieren, ne? Man sieht ja, die Schnur spannt sich, ne? Man kann auch seitlich drücken. Ich krieg da fast nicht.
Warte mal, ich loslasse so. Ja? Drehe ich nicht. Ich bremse weg mal. Merkt ihr? Dann kann der Fisch mehr wegziehen. Merkt ihr? Ja, deswegen. Oh, 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 oh. Oh mein Gott. Ah! Ganz ruhig. Easy, ganz chillig. Kein Ding. Ich bin Angler. Ich weiß, was ich tue. Den kriegen wir, Leute. So, schon fies, wenn der vom Lab geht, ne? Und da kann man halt so herziehen, oder? Wie es im Echt ist. Ich habe jetzt extra nur ein bisschen gespielt, ne? Und jetzt geht der gleich nochmal ab und dann habe ich ein Problem. Siehst du? Oh! Oh! Bremse? Ja, dann müsst ihr die Bremse aufmachen. Weil sonst macht's knack, ne? Genau das. ich habe ein Problem. Mir ist das Vorfach gerissen, ne? Ein Wobler weniger. Siehst du, ich hab's gesagt, meine Lieben. Ich hab noch gesagt, uff, Bastard. Ne? Ich muss. Das Spiel ist so gemacht, wenn der Fisch beißt, kannst du nicht einfach nur drehen. Er hängt schon. Du musst anschlagen. Umso besser der Anschlag, zeig's mal an, das habe ich aber weggemacht. Umso besser der Anschlag, umso besser hängt er. Ne? Aber das habe ich rausgemacht, also von der Einstellung, ne? Und der Anschlag war nicht gut. Ich muss die Maus zurück. Ich muss hoch schnell, ne? Das Ding. Und dann geht das, ne? So. Lass mal Bremse auf 13, so, ne? So. Ganz leicht einmal Stufe 2. Kommt schon einer. Oh, jetzt habe ich zu viel gemacht. Oh, wieder zu viel. Alter, jetzt habe ich ihn gut gehakt, glaube ich. Oh, der war gut, Leute. Oh, der war gut. Der war gut. So, Digi, du. Kleiner Schlawine, du. Das mit dem Drehen ist ein bisschen... Man dreht eher so, das ist ein bisschen... Ja, die Hut ist jetzt nicht der Hammer, aber... Na, man dreht eigentlich so normal nicht. Da kommt ein bisschen Update, ein bisschen Verbesserung. Aber sonst ist es ganz gut gemacht, finde ich, muss ich sagen. Wenn man mal drin ist im Game, ist es ein bisschen komplexer, ne? Der Chris hat mir das gesagt. Ich kenne das Spiel ja, hatte es ja gekannt. Ich wollte es nur nicht, weil ich Fishing Blende hatte und das so sicher. Alter, der schwimmt die ganze Zeit. Dann halte ich ein bisschen dagegen. Komm, Digi, komm. Ich finde gut diese Kameraumstellung, das finde ich gut. Ja, gehakt habe ich ihn jetzt gut, Leute. Ne? Und das Problem, wenn der Fisch noch nicht müde ist, ne, geht er natürlich ab. Ne? Ich glaube, ist ein Hecht, ne? Ein kleiner. Alter, wie mache ich das bei den großen Hechten erst, wenn die beißen? Alter. Ja, da müssen sie mal was machen, weil es geht immer ringsum. Karussell, oder wie? Oh, jetzt gibt er wieder Gas. Komm, Digi. Digi, Digi, Digi. Ah, Dean. Jawohl. Puh, der ist nicht so groß, kleiner. Aber immer nicht mal. Kleines Baby. Ne, weißt du, wie groß ist er? 47 Zentimeter und so ein Drill? Ich habe keine gescheite Route, ich muss doch kaufen. Schön. Der gibt größer, Leute. Inventar. Haken checken. Da gibt es dann die verschiedenen Wobler, ne? Die kosten, die anderen sind gratis, der ist tauchend. Und Spinner. Baitcast, das ist ein Spinner, da sind eine andere dran, den könnte ich ja dann mal probieren. Die zwei ist ein Spinner, 7 Fuß. 7 LB, es ist alles nur 7 LB, ne? LB, ist das nicht in Kilo auch?
Siehst du teilweise Ködersymbol? Karte, das ist die Karte. Zusammenfassen. So, Schwarzbarsch, europäischer Hecht. Der Schwarzbarsch ist größer wie der Hecht. Läuft! Und so gibt es halt ein bisschen Geld, ne? Aber was ich jetzt möchte, wäre diese. Der Popper ist schon geil, finde ich, ja. Man kann natürlich anders hinfahren, wo man will, ne, meine Lieben? Machen wir noch einen. Ich musste ein bisschen reinkommen, das Ganze. Zuerst, ne? Ich habe das gestern ein bisschen trainiert. Das ist jetzt wieder der Popper, ne? Dann machen wir so. Stufe 2. Und dann halt drehen. Ganz leicht. Ganz kurz mal. Alter, bist du verschreckend. Da bist du kaum gut, ne? Aber wieder ein kleiner, der andere Wobler ran. Ich sehe gut, dass es ein kleiner ist, denn sonst habe ich nämlich ein Problem hier. Na komm, Digi. Gib alles hier. Geiles Game, ich meine, wieso nicht? Ne? Wer es mag, wer Fishing mag, kann ich das empfehlen. 13,49 € bei MMOGA, Leute. Ne? Bei Instant Gaming ist es ausverkauft. Ja, man muss halt reinkommen, Leute. Es ist nicht einfach, ne? Man muss sich ein bisschen. Es gibt auch Videos, ne? Tutorial und so, wo das hier drin halt im Game, wo das ein bisschen erklärt. Das ist kleiner, den kriege ich schon rein. Und jetzt nicht. Eine Paintcast-Rolle. Ich mag die eigentlich überhaupt nicht. Bremse ein bisschen hoch. Mach mit dem Wasserski. Hallo? Komm, zieh ihn her. Ja, man muss halt ein bisschen aggressiv hier angeln. Dann kriegst du auch rein, den Hundling. So groß ist der nicht. Was hält ihn noch aus? Im roten Bereich fast. Komm. Oh, der ist ein Kämpfer. Oh, oh, wieder ein bisschen. Ich wusste, typisch echt, ne? Rennen Sie ein bisschen an, dann habe ich ihn gleich drin. Ja, komm. Komm, die. Zieh's noch einmal ab. Jawohl, hat ihn. Das finde ich ein bisschen komisch hier, wenn er raussieht. Aber das ist ein bisschen größer, glaube ich, so wie es aussieht. Level 3 erreicht. Siehst du, da gibt es ein bisschen Punkte. Und dann, wenn ich sage, nee, ich habe keinen Bock mehr hier. Hier finde ich es da super. Ich gehe irgendwo anders hin. Ne? Dann fahren wir wieder mit dem Bötchen. Ne? Motor geht dann selber rauf. Gehen wir mal ein bisschen in die Sonne, ne? Und dann habe ich ja hier die Karte, da kann ich dann gucken, wo diese Hotspots sind, oder Hotspots finden, ne? Geiles Boot, ne? Und Multiplayer muss das richtig geil sein, ne? Das mache ich nachher mal im Multiplayer. Suche ich mir erstmal einen Hotspot. Und zwar, da ist die Insel, die Karte, jetzt kann ich die Karte größer machen. Der österreichische Bergsee ist auch ganz lustig. Kann mir jemand Dockons wechseln? Da ist das Risiko. Ah, da ist so eine Bucht hier. Das ist gut. Das ist gut. Buchten sind immer gut, Leute. Buchten bringen den Fisch. Aber wenn man nichts macht, geht er wieder von hinten. Ah, oh, das ist gut. Wenn ich die Maus nicht bewege, geht er nach hinten wieder. Oh, da ist eine Bucht. Guck, Leute, da gibt es Schwarzbarsche und so. Forellbarsche. Die wollen wir. Denke ich mal. Also. Weiß ich nicht. Rein logisch, ne?
Guck mal, die schöne Bucht hier an. Ja, 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 ja. Gut ist auch, dass man die Fische ein bisschen sieht zwischendrin mal im See. Das sieht gut aus. Die Sonne kommt da nicht ganz klar mit der Grafik hier, ne? Ach, Mist. Nimm mal die andere Hutte. Da ist der Sinkende drin. Wie geht's euch allen? Hoffentlich gut, meine Lieben. Dankeschön fürs Zugucken. Ja klar, neues Game und Fishing Sim World und ich möchte das ein bisschen probieren, ne? Schatzi da, Christian Schalke, 1904-Fan ist hier, oder FC Schalke 1904, Biker ist hier, er ist immer noch der Boss hier im Spiel. Ja? Wenn ihr Ausdruck seinen Boss macht, könnt ihr die Fresse polieren. Markus C. ist am Start, Achim war hier und so weiter und so fort. Danke, meine Lieben. Zum Wohl. Ah. So. Oh, da gibt's Fische. Und ich sage euch eins, Leute, das wird jetzt hier gleich knallen. Der sinkt, ne? Also wenn ich den drehe, sinkt er. Man hat die Stufe auf 2. Das heißt, wenn ich ihn anhebe, geht er runter, seht ihr? Ja, da könnte ich Stufe 3 machen. Nee, der ist nicht gut. Ah! Ganz vergessen. Doc, lies mal mit, Boss. Haben wir außer den Boss? Nee. Klein, ne? Ich glaube, der Angelbar zu euch war aber super, ne? Ist aber nicht gerade so prickelnd hier, ne? Oh, der war perfekt, genau 100 gestoppt.
Stufe 2 oder 3? Warte mal, was hätte ich hier? Oh, da ist was. Wow! Der ist weg! Er hat mich angeschlagen. What the? Was meinst du, wenn das Wasser mal klar ist hier? Besiegt, besiegt. Du bist mir auch so besiegt, du. Ja, den habe ich. Den habe ich, klein, aber mein. War ganz lustig. Ich werde heute auch nochmal Fishing Blender nachher spielen, aber ich wollte das jetzt probieren. Ich gehe mal auf eine andere Map. Das ist ein kleiner. Ja, ist ganz easy. Aber er hat gebissen, ne? Das ist ein kleiner, der kriegt man leichter. Oh! Ach! Oh, ein weißer Crappy hat gebissen und hat sich gleich. Oh! Ist der süß! Du bist so süß! Hui, komm, Poppen Crappy! Oh. Ein Traum, ne, mein Lieben? Findet ihr auch, ne? Herrlich. Och, ist der süß. Wenn Biss kommt, immer noch hin. Oh, 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 oh. Oh! Oh Mann, was? Habt ihr das gesehen, Leute? Der Dönis ist hier, moin! Danke fürs Reinschauen. Oh Leute, habt ihr das gesehen, wie der... Ganz leicht. Er kommt. Oh, Drecksäcke, ne? Ah, eins zu viel, verkackt. Was ist mit dem Fisch los hier? Das ist so geil. Guck mal, der hat einfach mal so, hallo, du. Was? Ich muss ein bisschen reinkommen, es ist so geil, das Spiel. Hat irgendwie so, ich weiß nicht, ne? Ich weiß, was das Geilste ist, wenn der Anschlag kommt, dann. Weil. Ja, das ist ein Hecht. Ich dachte, ich finde das geil, dass hier Schwarzbarsch, dass das alles so vertreten ist, ein bisschen, ne? Ja, bremst ein bisschen drin, ne? Aber. Die geht immer nach. Das ist eigentlich nicht normales Verhalten von einem Hecht, dass er. Der Hecht geht eigentlich weg und so und runter und links und rechts, aber ja, okay. Ja. Ne. Da kann ich eigentlich dagegen halten, wie ich will. Der geht einfach in einem Kreis. Ne. Aber ich denke mal, da wird noch. Muss mal gucken, was es noch für Updates gibt hier. Na komm, pf, Digi. Pf, scheiß Viecher. Ne, da habe ich. Da, oh! Oh, ganz aufpassen, bremse gleich. Nicht mehr dagegen drin. Oh. Und dann halt drehen, ne? Oh mein Gott, nicht verlieren.
Ah, was machst du? Oh, ich habe ihn noch. Was war das? Ich muss erstmal ein bisschen rein. Oh, ich hätte ihn fast verloren. Da habe ich gut gehakt. Sonst wäre der jetzt weg gewesen. Digi? Alter, der Hecht macht immer. Oh. Oh, du Sau. Oh, der will es wissen. Ich krieg hier einen Drehwurm. Ey, so groß ist er nicht. Aber komm, Digi. Jetzt komm, jetzt bist du müde, jetzt habe ich dich. Oh, was ist das so? 50er? Habe ich gut geschaut, ne? 52. Ja, läuft. Ich meine, es war jetzt nicht schlecht, ne? Ich kaufe dann natürlich bessere Route, bessere Rolle. Was war das? Oh, den habe ich. Ich habe einfach angeschlagen, wie ich poppen wollte. Alter! Also poppen im klassischen Sinne. Alter! Doc, können wir einen Deal machen? Was für ein? Oh, Forelle. Sehr schön. Was? Forelle! Na, der Diggi. Geht er gleich ab. Achtung. Eine Forelle. Oh, die Säcke, hey. Komm, Diggi, komm. Nee, nee, nicht mit mir. Ich halte schon dagegen. Ja. Da musst du immer ein bisschen loslassen. Nicht mehr drehen, ne? Dann die Bremse ein bisschen zu und dann schiebst du ihn rein und dann, wenn er weggeht, lass ihn ein bisschen gehen, ne? Bitte? Ich finde das gut. Mit dem Mittelfinger kannst du den. Ne? Oh. Bremse? Musst du so die Bremse aufmachen, dass es passt, ne? Jetzt ist er müde. Jetzt ist Ende. Komm, Digi. Oh, nochmal. Oh, Kämpfernatur, ha? Jetzt ist er Ende. Oh, doch noch nicht. Oh. Oh, was für Kämpfer. Ey. Nice. Jetzt ist Ende. Oh, doch noch nicht. Jetzt habe ich ihn. Oh! Jetzt habe ich ihn. Boah! Oh, schöne Bachforelle, oder? Ist Bachforelle? Bachforelle! Hab schön gemacht. Mit diesem Bilde, meine lieben Freunde, gehe ich noch schnell aufs Klo. Ich komme gleich. Lass doch das drin, wenn er reinkommt. Hä? Was? Wäre jetzt geil noch, wenn ich es gleich am Pullover an hätte, ne? Dann wird's passen fast, ne? So ein T-Shirt bräuchte ich. Komm mal, meine Lieben. Gleich geht's weiter. Mach noch ein bisschen.
Schönes Game. So, zwischendurch mal. Es ist, also ich muss sagen, es sind die 13,49 Euro wert. Als Fun-Faktor und ein bisschen was abheben vom Fishing Blend oder anderen Fishing-Spielen, finde ich es gut. Oder Leute? Was meint ihr? Von 1 bis 10. Es ist gut. Man könnte noch ein bisschen verbessern. Ich finde es nicht schlecht. Ich kann damit leben. Für 13 Euro? Die Physik ist anders wie bei Fishing Planet, aber ich meine, der Bär, der ist ja wohl der Hammer, ne? Dogcoins, wie viel hat er denn Dogcoins? Oh, das sind nur so viele Dogcoins, Christian. Ne, Christian hat mir eigentlich den Tipp gegeben, ne? Drückt hier ein bisschen die Brille hier oben, ne? An der Kerbe. Ich bin dein Vater. Wie ein Professor hier. Hallo, liebe Liebenden. Ich weiß nicht, ob Sie es wussten. Ich angle weiter. So, da geht noch was, ne, meine Lieben. Einer geht noch rein. Alter, wenn der Biss kommt, ist so krass, ne? Wah! What the heck? Alter! Oh, aber dafür beißt hier nicht so wie bei Angel Fishing Planet, hey. Alter. Oh, ja. Okay, du willst es wissen, Digi, ich weiß. Forellenbarsch, oder? Ist es? Guck dir. Oh, der springt. Geil. Das ist nice. Ja. Oh, nicht so groß, aber die sind geil. Haben sie gut gemacht, finde ich. Forellenbarsch, meine Lieben. Boah. Schön. Hier gibt's Fisch, Leute. Biss kommt gut, finde ich. So, meine Lieben, Achtung. Ach! Wow! Oh mein Gott! Alter, Willi! What the heck? Oh, den habe ich schnell hingehabt. Oh, ist das geil. Nice. Da gibt es ein bisschen Punkte. Läuft. Wieder ein Level up. Geil. Forellenbarsche sind geil. Ich liebe das. Deswegen habe ich das geben wollen. Forellenbarsche möchte ich mal angehen gehen, Leute. Die sind so Hammer. Die gehen so richtig ab. Gibt größere, gibt kleinere. Die Bisse kommen gut mit dem Popper, ne? Oh, 100% genau, aber perfekto. Ganz leicht. Also in den Busch. Oh mein Gott, da ist ein großer Hecht. Oh Gott, dann gehst du nicht ran, Digi. Alter. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott, ich dachte, der Hecht beißt. Den hätte ich niemals im Leben. Hat er den Hecht gesehen? Boah. Oh, Gott sei Dank, der Kleine noch. Oh, das wäre. Oh, der Hecht kommt. Aber das so richtige Granaten. Das wäre nicht so gut, ne?
Oh mein Gott, der kommt wieder. Oh! Oh, Forellenbarsch. Alter, wenn ich jetzt einander. Ja, die sind klein, die hast du gleich drin, ne? Und das ist gut, mit der Leertaste kannst du gleich weiterklicken. Oh, da ist ein Hecht, ein großer. Der wird mir alles abreißen, wenn der beißt, meine Lieben. Ja. So, guck, da mache ich so ganz leicht poppen, ganz leicht einmal tippen. Boah! Echt? Digi-Echte. Digi-Echte. Die Kameras-Perspektive finde ich jetzt gar nicht so schlecht. Aber die Hechte gehen immer so im Kreis, so, ne? Das ist doch so komisch, ne? Ich glaube, Bremse kann ich so lassen, ne? Naja, das Problem, Hecht zieht manchmal zweimal weg, volles Rohr, ne? So wie jetzt, ne? Die Bremse ist gut. Und wie kommt? Wo, wenn ein großer Hecht? Uhuhu. Man muss ein bisschen mit der Maus spielen. Naja, einfach lassen. Das hält die Bremse schon aus, habt ihr gesehen? Einfach gehen lassen, das finde ich jetzt gut, weil das ist wirklich so, ne? Man kann eigentlich nochmal so lassen, ja, und kann eigentlich mit der Bremse ihn müde machen lassen, ne, solange er nicht abhaut, ne. Das sage ich müde machen, dann drückst du halt ein bisschen hoch, ne. Geht er noch weg? Siehst du? Bremse aufpassen. Nicht zu viel, nicht zu wenig. Oh! Schön müde gemacht. Hast du gesehen? Zack. Ah, es gibt Level. Ah, Level 5, dann gibt es Kohle. Ne? Wie viel habe ich denn schon? 4000. Oh ja, da kommt ein bisschen was zusammen, meine Lieben. Das ist. Oh, perfekter Anschlag. Alter, aber viel zu fast so zu viel. Alter. What the heck? Oh, der ist gut. Alter, habe ich den jetzt. Alter, habe ich den jetzt generzelt hier. Jetzt kann ich die Bremse ein bisschen. Das Gute ist, dass man auch mit dem Fisch ein bisschen spielen kann. Ne? So, seht ihr? Dann Bremse, ne? Drückt er. Das kann ein bisschen gehen. Ne? Ja, aufpassen, da reißt die Schnur. Oh, weil die sind nicht so schwach. Da hinten schwimmt noch mal ein Hecht rum. Der ist jetzt gar nicht so schlecht, glaube ich. Oh. Oh. Du Sack. Hey. Ja, das finde ich auch noch raus. Mit dem Bremsen ein bisschen einstellen, das Ganze. Aber beißt tut's gut. Oh, ist ein schöner Forellenbarsch, ja? Was ist? Oh, hat ihn. Ich wusste, er wird jetzt müde. Ja, der geht. Der ist gut. Gibt bessere, aber der ist gut, ne? Oh, 46 cm.
0,46 Meter sind 46 Zentimeter. Finde ich schön. Zeig das gute Stück her, Digi. Ja. Also irgendwie hier zum amerikanischen Profi-Angler hier. Boah, was für ein Anschlag. Alter, meine Fresse. Yes. What the... Na ja, gut angeschlagen, ne? Boah. Natürlich kann man... man kann in anderen Gebieten andere Sachen fangen. Alter, alles, was es so gibt an Fischen, ne? Hecht, Wels... Forellen, Barsche, hier Amerika Schwarzbarsche. Wie das Material knirscht und du, ne? Ja, komm, Digi, komm. Du hast gedacht, aber du weißt, dass ich. Oh, der ist gut. Wo ist er hin, Digi? Ja, lass ihn nur gehen. Ja, die Bremse ist richtig eingestellt. Ne? Für alle, die was spielen wollen. Aufpassen immer, weil die gehen dann wieder ab. Ne? Da müssen sie da lassen. Ne? Bremse ist gut, 16. Das können wir sogar noch höher machen, eine. Ne? Ja, ich finde es jetzt gar nicht so schlecht. Ist der Bremse, hat es gesehen, war rot. Oh, das war kurz vorm Bruch. Hm, 18. Oh, schöner Sprung. Jetzt geht er nochmal ab einmal. Ja. Oh. Und jetzt habe ich ihn. Oh, der ist gut. So. Ich gehe mal ins Test rein. Oh, der ist gut. 53 persönliche Rekord läuft bei mir. Ja, der ist rein. Damit die Digis connected. Der Martin hier drin ist. Channel switched. Ach, Jackie, das ist ein Spiel für dich hier, wo ich dran bin. Also, guck da. So, jetzt. Guck da, Jack. Das ist ein geiles Game, hey. 13 Euro bei... Ich habe keine Zeit, ich bin am Arran. Wo bist du? Ja, ich spiele gerade hier SimWorld, Fishing SimWorld. Ist super. Oder Martin? Hast du schon lang? Echt? Ja. Schon gespielt? Das hat mir mal deine Ex geschenkt. Wer was? Ja. Hä? Das ging? Ja. Ist gut, also Ding ist gut. Ist kein Witz. Und dann weiß ich gar nichts. Ne, das war kurz danach. Ah! Oder kommt einer? Boah, der Anschlag ist geil. Aber mit der Zeit, wenn man das dann raus hat, ne? Ich finde das gut mit den Schwarzbarsch. Das macht mir Spaß, meine Lieben, ne? Ist gut. Hast du schon mal geworfen oder so? Oder bist du nur auf Grund angegangen? Nein, ich habe alles gemacht. Geil, gell? Na, ist ganz funny irgendwie. Ich finde die Umstellung gut, bis du zurechtkommst. Anfang ein bisschen an Gewöhnung, ne? Anfang ja, aber dann wird's besser. Ja, ja, mit der Zeit, wenn man den Trick mal raus hat, ist es eigentlich wie Angler echt, ne? Und dann, wenn du Angler bist, dann weißt du es ja wie. Mit der Bremse finde ich gut. Die Bremse einstellen mit dem Rädchen und so und alles. Das finde ich gut, ne? Martin, was bist du dran? Wieder Bambi killen? Ja, natürlich. Wieder? Alter, du bist killen. Wie viel hast du so umgebracht? Hier 10.000 her. Oder? Ja, killt Wildsau. Du, mein Kuhn hat. Hast du geguckt bei mir im Stream vorhin, Martin? Nee. Welchen? Na den, wo ich jetzt mal? Hab zwischendurch mal reingeguckt, ja. Ist gut, ich finde das gut, das macht Spaß. Ist mal ein bisschen was anderes. Österreichische See gibt's, Deutschland gibt's glaube ich auch, oder? Nee. Gibt's Deutschland hier in dem Spiel? Gibt's da so Updates und so, ne? Da, so DLCs und so, ne? Hast du DLCs dafür, Chuck? Nee. Nee. Ich habe gesagt, ich will erstmal. Oh! Geil, wenn sie so abgehen nochmal. Alter, wo willst du hin?
geht dann nochmal ab, ja. Aber jetzt ist gleich mal Ende im Gelände. Ich finde es gut mit dem E-Motor, weißt du? E-Motor, wo du runterlassen kannst und wieder ein bisschen fahren, ne? Finde ich jetzt gut. Mal ein bisschen leveln hier. Ich fahre hier mal mit dem E-Motor ein bisschen rum. Wie kann ich die Map oben wegmachen? Oben links? Geht das? Du weißt nicht, hab ich schon ewig nicht mal gezockt. Kann ich die Map... kann ich das irgendwie... Warte mal. Karte. Steuerung. Inventar. F1, F2. F1, F2. Ah, das ist nur die Perspektive, die kann ich ja nicht sagen. Was hat man hier noch? Guck mal, Leute, wie wir jetzt gerade interessieren. Schnelles Gehen, nach links bewegen, das ist ja Anlage, jemand da aus, Perspektive wechseln, V. Das ist eigentlich genau das gleiche, F2 und F1 und F2. Mit V. Okay. Ich angel gerade mit dem Bopper, weißt du wieder? Das ist so nice. Ich mache jetzt da nochmal Fishing-Blende nochmal, liebe Freunde. Oder soll ich ein bisschen Hunter spielen hier? Ein bisschen mit dem Martin. Da ist ein Fisch im Rand. Was macht der da? Oh, er kommt. Was? Das war ein anderer. Walter! Oh, jetzt hat wieder so ein Zander, so ein komischer Ding gebissen. Oh mein Gott, wie die beißen. Das ist schon geil. Oder Forelle, ne? Forelle, total blau. Chuck, bist du im Stream? Nee. Ja. Oh, sag doch was. Ich grüße alle bei Chuck, ne? Ich habe eh den Link reingemacht vorhin. Die war ja am Anfang bei dir drüben. Ich hab jetzt runtergeschaut auf 1280, 720. Nein, du musst nur umskalieren. Naja, runtergemacht. Full HD und dann 1200 irgendwas 80 umskalieren. Brauchst aber gar nicht normal. Wieso? Geht's besser jetzt? Naja, geht besser. Hm. Ja, die Full HD, die drücken. Am Ende bis zu einer halben Stunde. Hä? Ja, hatte Verzögerung bis zu einer halben Stunde. Was? Hm? Was für eine Verzögerung? Bis zu einer halben Stunde. Wieso? Was? Halbe. Was? Hatte ich. Wie Verzögerung, halbe Stunde. Da musst du komplett mal OBS ausschalten wieder ein. Das ist ein Fehler. Ein Ding. Hab ich schon dreimal hintereinander gemacht gehabt. Hat nichts gebracht. War am Ende genau dasselbe wieder. Die Kiste ist zu alarmarschig. Die haut zu wenig raus. Zu alarmarschig raus, besser gesagt. Echt? Die Kiste ist im Arsch. Ich weiß es. Glaub es mir. Ich hab's immer weg gehabt, der hat gesagt, hab die Kiste, wenn sie noch 3 Jahre hält, ist gut. Und es war vor 1,5 Jahren. Ich glaube aber, dass das anders im Felix. Dann muss ich mal die Daten geben, ich muss mal mit Stefan reden. Kann auch da Arbeitsspeicher sein, dass ich mal so mal weg hab. Wie viel hast du denn Arbeitsspeicher? Wenn ich da anfange mit Austausch, kann ich gleich 2 Drittel vom Rechner rauswerfen. Ja. Wie viel Arbeitsspeicher hast du? Wie viel? 1000. 8, 4. Wie Arbeitsspeicher meine ich? Also Arbeitsspeicher weiß ich jetzt im Kopf nicht. Ach, ja, 8. Ja, das kannst du ändern, dass es ein bisschen besser läuft, wenn du einen Arbeitsspeicher drin hättest, so 2, 3 oder so. Wenn du kommt davon, was du hast. Natürlich. Tom, 750er KTX, 6 Kerne, also AMD, irgendwas mit C, keine Ahnung, was da drin ist. Aber lass mich nachgucken. Glaub es mir, wenn ich die Kiste komplett auseinanderrufen müsste. Dann wäre 2 Drittel von der Kiste weg. Dann wäre eigentlich rein theoretisch noch das Laufwerk drinne, externe Festplatte und das Mainboard und der Lüfter, alles andere ist draußen. Also Müll, ne? Ja.
Oh, Schrott. Ich sag dir Schrott, wenn ich sag Schrott, dann ist Schrott. Du kannst jedenfalls noch streamen. Sei doch froh, andere können es nicht. Morgen oder übermorgen nehmen mein Bruder seinen Rechner. Ja, das ist, helft mal alle zusammen, ne? Mal, meine nein, Mama hilft mir auch und gibt mir die 1720 Euro, damit ich die Scheiße zahlen kann. Ja? Du weißt schon, dass meine Eltern null Kohle haben. Wie was? Meine Eltern haben null Kohle. Ach komm jetzt, wie null Kohle? Nein, die zahlen noch das Haus ab. Irgendjemand muss immer Kohle haben, jeder hat nein. Kohle. Ich gehe zu der Verwandten und bettel dort. Das sehe Erbe, irgendwie, ne? So ist das Schicksal. Erbe, das Erbe habe ich schon daheim stehen. Digi, wenn ich meine Mama nicht hätte, dann, ja, ich könnte schon zahlen, ja. Dann hätte ich wäre halt auf Bank und hätte es halt, ich habe einen Rahmen. Mein Vater ist jetzt schon seit 4 Jahren in Rente, mein Vater jetzt schon seit 7 Jahren in Rente. Ja, so ist es halt. Beide sind noch keine 60. Ja, und kriegen sie Rente? Wie viel kriegen sie Rente? Nicht viel. Ja. Ich zahle noch mit. Dann ruft die Merkel an, sag ihr, sie sei eine dumme Kuh, ne? So, AMD FX 6300. Ich habe nicht geschlafen. Guck mal die schöne Bachforelle an, ne? So, ist die schön? Was? AMD FX 6300. Du musst mir das alles mal schreiben. Boah. Ich rede mal mit dem Stefan. Wer hat dann auch was rum? Mainboard ist Speise. Alter, dieses Mimimi, den ganzen fucking Namen. Nein. Ja, ich musste mir den Scheiß auch kaufen. Ich hatte auch zuerst Intel 5, dann hatte ich was anderes noch ausgebaut, dann habe ich mir entschieden, diesen Ryzen 7, ne? Den finde ich gut. Ich habe das heute schon hier liegen. So viel kostet das jetzt wieder nicht, ne? Motherboard und Ryzen 7 und Netzteil, ne? Man kann den Scheiß auch Gebrauch kaufen, ist auch gut. Ich habe das neue Gehäuse schon hier stehen. Ja, also denn. Jetzt brauchst du eigentlich nur noch ein Motherboard. Ein Motherboard kriegst du zwischen 80 und 120 Euro. Von gebrauchte Sache halte ich nichts davon. Nicht gebraucht. Neu. Du musst doch wissen, welche Händler. Ich rede mit dem Stefan. Was er da Gutes, günstig herkriegt. Oh, ein Biss. Wenn ich mir was zusammenstelle, stelle ich mir gleich eine Mördermaschine her. Ja, Mördermaschine muss es nicht sein. Du kannst für 1500, 1200 Euro kriegst du einen super PC, Digi, heutzutage. i9 will ich ja, aber. Ja, du kannst auch gleich einen i20 reinhauen. Das wird dir auch nichts mehr bringen, dass du besser streamen kannst. Ich hab doch schon was auf Lager, brauchst du sogar. Wenn du günstig gehen willst, dann wären Ryzen 7 gut, so was ich habe, und 24 GB Arbeitsspeicher oder so, ja, rein die Scheiße und gut, oder 16 reicht auch schon und. Gut, und da bist du gut bedient. 650 Watt Netzteil, SSD-Festplatte, eine gute 2-3, dass du Platz hast, ne, eine starke HDD. Ne? Für einen PC eine SSD-Festplatte, eine gute, so was der Ding hat, und der verschiedene. Und dann bist du gut bedient, Digi. Und dann kannst du damit arbeiten. Ja? Moment, dann kannst du Pornos gucken wieder und ja. Brauche ich nicht, ich mach Pornos selber. In Full HD und. Was Pornos gucke ich, mache sie selber. Und nebenbei noch Steam, Digi. Ich mache nur Spaß. Ich mache Pornos selber, warum zum Lab? Vielleicht auch ja, nicht. Sehr. Ich glaub, ja, aber, die, aber 4K, die brauchen auch Speicher, weißt du, Digi? War nur Spaß, Leute. Ich bin's gerade mal am Gucken. Ich guck's, ich kann genau das zusammen gucken, was mir das kostet, nichts, das Motherboard. Wenn ich jetzt gucke, was mein Motherboard kostet, jetzt noch einen guten Händler. 8 habe ich. 8 GB. Weißt du? Ja, das. 8 DDR3. DDR3 läuft. Sag ich ja, ich müsste 2/3 rauskloppen. Es lohnt sich für die Kiste, mit der Bauer eher neue. Ja, du hast bis jetzt gearbeitet damit und geschaut. Kannst du froh sein, dass er noch läuft? Noch, ja. Na eben. Dank mir. Dank meiner Hand. Hey, sei doch froh, dass ich dir das so schön eingestellt habe, Digi. Dass das jetzt läuft. Vorher hatte es ja Scheißquali, jetzt ist es ja super. Von Stream. Ab und zu spielen wir trotzdem rum. Ja, bei LS19, wenn da halbe Raumschiffe stehen bei dir auf dem Hof. Nicht nur LS, alles. Oh, ich habe mich angeschlagen. Ja, du bist selber schon, wenn er nicht anschlägt. Mann, schöne Forelle! Hm? Wie was? Da bist du selber schon, wenn er nicht anschlägt. Nee, wegen Alice. Nee, Alice, nur überhaupt, ich bin darum. Man merkt's.
Ja. Ist halt alt, es ist halt, ja. Was hat er gemacht? Was hat er gemacht? Gestern zum Beispiel hat. Oh, warum muss ich jetzt der Ton an? Gestern zum Beispiel hat er mir eine komplette Einstellung verworfen gehabt. Komplett. Was hat er? Komplette Einstellung, alles verworfen gehabt. Bin 3 Stunden dran gesessen, komplette Einstellung einstellen, wieder richtig. Oh, ich schlage dich an. Oh, ich habe, oh, Alter, ich hab, Alter. Da fliegt fast die Rute, fliegt mir fast in die Fresse hier vom Anschlag. Jawohl. Schön, Leute. Ja. Ich find's gut, ich mach's nächstes Mal auch nochmal. Ich bin jetzt am Überlegen, ob ich der Hunter spiele oder nochmal Fishing Planet. Oder. Ja, Alice in Holzen habe ich gar keinen Bock eigentlich. Aber. Was meinst du, Martin? Ja, das ist immer gut. Hm? Da Ja, das ist immer ist doch gut. seit 2, 3 Wochen im Jagdfieber. Ja, ich auch. Ich habe einen Fisch und der Martin Ja, halt. ich will wissen, wie viele Elche und weiße Kuh, was er schon alles Der killt hat hat. alles geschossen, der hat Bär geschossen, Fuchs, Hahn, der das alles, was er Ich sieht, knallt ab. glaube, es gibt schon fast gar nichts mehr, wo er abknallen kann, wo er nicht Ich kann abgeknallt mir ist. so vorstellen, Leute, was ich sag so, sieht ein Frosch, bum, bum. Sieht ein Hallo. Hase, bum, bum. Sieht eine Grille, bum, bum. Selbst Schatten wird erschossen. Schön. Den habe Wir ich haben aber. letztes Mal knapp der Martin drei verfehlt. Ja? Hätte auch einen schönen Ja. Anzug an. Ja, der Anzug an gehabt, da habe ich mein Kapperschen Bär. Kannst du nicht, du kannst dein eigenen Ding nicht abknallen. Ich weiß auch, den Monitor, den habe ich geschenkt bekommen, den der vom Stefan. Den habe ich neu gekauft bei ihm. Ich glaube 140, 130, ich weiß es nicht mehr. Den Acer 27 Zoll 2 hier, den habe ich um. Den hatte ich schon gehabt. Der läuft immer noch. Und umgebaut, und der hat der Stefan mir das alles, ne? Das, der Ryzen 7, das Motherboard, ich weiß nicht, welches Motherboard das ist. Netzteil neues, 750 oder 650 Watt ist es. Grafikkarte, die Radeon RX 580, was ist das? Irgendwas, ja. Also, das ist, das, ja genau, dir wollte ich noch sagen, diese 8 GB. Das reicht mehr als Digi, du kannst alles spielen. Ich schick dir nachher was. Ich schick dir nachher was. So, ich will mal irgendwo anders hinfahren. Warte mal, warte mal, warte. Ich muss mal gucken, was es hier noch gibt. Oder was kann ich direkt? Kann ich eigentlich direkt auch, wenn ich Map mache? Karte hier? So, stopp zurück. Da oben? Geht das? Ja, das geht, das geht, das geht, das geht. 56 Watt ist so Standard und das reicht. Oh, da drüben, Leute, guck mal, das sieht gut aus. Oh, das sieht gut aus da drüben. Ja, da will ich hin. Oh ja, da wo die Bäumchen sind und so. Oh, da geht's ab, Leute. Da brennt die Luft. Oh, die Buchten sind geil. Ja. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Das machen wir natürlich klassisch mit dem E-Motor, ne? Ne? Schön. Hallo Fischi, ich bin's, der Landwirt. Oh, das sieht gut aus hier. Das sieht gut aus, Leute. Das, so will ich das. Ah, zu viel. Eigentlich für 13 Euro? Ne, 450 ist zu schwach. 450 13 ist. jetzt nur noch. Hä? Nur noch 13 Euro. Ja, das Spiel? Wie? Ja. Ne, 450 finde ich zu schwach. 550 ist schon fast zu schwach. 650 so mit was ich drin habe. Hier Geräte USB dran, da Immer dran kommt denken. nichts mehr. 650, 750. Ja, du musst gucken, immer das Netzteil und so. Also 750, 650. Mit 650 ein gutes bist du richtig gut bedient, ja. Damit kannst du leben, ne? Stimmt's, Martin? Hast du ja auch den, oder? Ja, weil wenn so wie ich habe, was habe ich, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 USB-Geräte noch dran, plus Tastatur und Maus, Ja. Platz 454 ist zu frei. schwach. Mit dem Monitor, wenn du drei Monitore dran hast und Tastatur und Maus, ich habe auch noch so USB-Ding und so. Nee, 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 das ist dann. Da geht es um 20 Euro, was so ein Spaß. Ja. Habe ich gar nicht den Blopper dann? Nummer 3 ist der Blopper, ne?
Warte mal. Monophil 10 LB. Oh ja, klar. Ja, klar. Da haben wir ein bisschen Rinde, ne? Habe ich ja da. Ja, jetzt kann ich schon was aussuchen. 10 LB, da, Angelschnur. Die ist gut. Auch eine Stärke ran hier. 10 LB. Ja, super. Sehe ich erst. Da. Ich bin ja schon weiter, ne? Oh, das sind gute Rollen, Leute. Aber ich könnte es schon kaufen. Aber jetzt langsam kannst du dann das höher machen, ne? Jetzt haben wir mal einen guten Blopper hier. Oh, gute Köder. Guck, guck, guck. Kostet halt alles, ne? Wurm und so. Geht auch gut so. Kannst du so chicken, ne? Chicken mit Nuggets, ne? So, wo bist du? Da bist du. Ich schick dir mal was. Guckst du mal nach an. Den habe ich mir letztes Jahr zusammenstellen lassen. Letztes Jahr? Ach gut. Ja, ist egal, aber das Gehäuse habe ich schon. Das ist ja gar nicht mehr. Nee, das ist aber egal. In die Richtung geht er. Ja, aber ist ja leider wirklich so, ne? Heute gekauft und morgen ist er schon wieder altbacken. Ja, aber du kriegst schon noch 10 Teile, kriegst du immer noch dran, schon später immer noch aufrüsten. Stopp, halt, was? Wo? Da ist zum Beispiel i7, aber ich will i9. Drin. Wo hast du den Computer? Achso, zusammenstellen. Ja, den habe ich mir letztes Jahr Intel Core i7, 8000, wie zusammengestellt. Achso, aber noch nie gekauft. Nein. Was kostet gesamt? 814. Ja, aber das sind die Teile, wo es schon gar nicht mehr gibt. Wasserkühlung, die Kragen, ja, warte mal. Asus ROG Trix, ja, das ist okay. Das Z370F, ja, so ähnlich habe ich es, glaube ich, auch. Die Grafikkarte GTX, ja, die ist gut. Siehst du, das kostet nichts. Und hier 16 GB, ne, 2x8 GB. Die Skills, ja, die habe ich auch. Das aber wird reichen meiner, mit dem. Aber meiner wird der i9er. Das ist ja kein Geld, die paar Euro. Das ist, da gehe ich einmal Bank. Ein paar Euro, die kostet ein paar Euro mehr. Da gehe ich in die Bank und sage, du. Setz das ab. Ich schreibe da was privat. Oh. Privat ist privat. Und du musst halt einen Puff aufmachen, Jack. Also bei den Arbeiten, ne? Tanzt ein bisschen Gogo? Auch wenn ich können. Dann bezahlen sie dafür, dass er aufhört. Ist auch gut. Ja. Da hat das rote Pferd sich einfach umgekehrt und hat mit seinem Schwanz die Fliege abgewehrt. Die Fliege machte Summ, Summ, Summ. La, 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 la. Jetzt weiß ich es. Warte, ich habe noch nicht geguckt, ich bin am Angel, warte, ich guck gleich. Also hier ist gar nichts, ne? Das ist verhext hier! Verhext! Verhext! Warte mal, ich muss nochmal kurz hier nochmal. Da hat das rote Pferd sich einfach umgekehrt und hat mit seinem Schwanz die Fliege abgewehrt. Die Fliege war nicht dumm, sie machte Summ, Summ, Summ. Wie geht's weiter? Da 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 di da dam, di 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 dam. So. Also, hast du mir was geschrieben? Achso, ja, das ist, wer ist nicht, wer ist das nicht, Diki? Ja? Nein, warte. Also, ich erzähle euch jetzt mal was, meine Lieben. Ja? Zum Mitschreiben. Ne? Zum Mitschreiben. Oh, Scheiße, ja, das ist so dunkel. Eben, ja. Also, zum Mitschreiben. Ich bin auch nicht verstanden, ich muss meinen Scheiß auch zahlen, Leute, ja?
Ich muss Wohnung zahlen, ich habe es letztens gesagt, na, ich kann so sagen, was ich zahle. 600 Wohnungen, 300 Alimente, Rechner zusammen 900, 185 Euro Versicherung. Was kommt noch dazu? Ich will es gar nicht wissen. Nochmal so ein Schreib. Ja, und so weiter und so fort, Leute. Ja? Und das Leben kostet Geld. Und ich halte mich aber noch flach. Ich rauche nicht, ich trinke nicht, ich nehme keine Drogen, ich spiele nicht, ich gehe nicht ins Casino, ich gehe nicht ins Buff, ist ja klar. Aber Schatzi, ne? Habe ich noch nie gemacht. So, ja, ich hau so nicht die Kohle raus. Ja? Ich brauche es eigentlich nur zum Essen, zum mal was essen gehen und vielleicht mal was zu kaufen. Und das lasse ich eigentlich auch, ne? So, jetzt ist gekommen, dass ich 1720 Euro Finanzamt zahlen muss. Gott sei Dank gibt es meine Mom. Ja, Beste, ne? Die kommt in den Himmel, aber Spezialplatz. Und ja, sonst hätte ich es halt anders gemacht, irgendwie schon, ja. Ich habe einen Rahmen von 2500 plus oder 3000, ja. Aber ich habe gesagt, ich will nicht mehr irgendwas über den Rahmen nehmen und dann versteht ihr was? Dann bist du so in dem Minusding immer so. Nicht Minusding, sondern ja, ich will, dass das hochgeht und nicht runter mehr. Ja? Du kommst schwer wieder raus. Genau, du kommst nicht mehr raus. Ich habe das früher schon gemacht. Ja, dann kriegst du halt, weil für Kredit. Ne, du kriegst Kredit 7.000, 6.000, irgendwas musst du kaufen oder so für Wohnungen und Sachen, ja. Gott sei Dank, ja. Die Sachen hier, ja, hab mir meine Mama bezahlt. Ja, meine Lieben. Und ein bisschen was ich, ja. Und das kostet alles Geld, ne? Wer geschenkt ist, und ich habe das günstigste gekauft, eigentlich gut und günstig, preiswert, günstig. Ja, ich habe nicht einfach das Geld rausgehauen, sondern ich habe schön da überlegt, ne? Und das kostet alles, Leute. Ich glaube, es geht jedem so, ne? Und dann ist es halt so frustrierend, du arbeitest, ja, reißt dir den Arsch auf, ja, beim Job, kriegst halt dein Gehalt, ja, der ist nicht schlecht jetzt von dem her, ja, aber ich bin nur Saison, ja. Im Winter ist dann wieder 2 Monate nichts, ne? Und drückt halt alles. Du musst gucken, dass deine Kohle reinkommt ein bisschen und dass du deinen Scheiß zahlen kannst, ja. Und das ist das Problem. Dann kommt, auf einmal kommt irgendwas, geht Auto kaputt, ja, wie Kupplung oder sonst was, ja, Chuck, weißt du, ja. Irgendwas geht kaputt, ja, und anscheinend ist es Schicksal so, dass es so sein muss, ne? Dass immer irgendwas genau dann, wenn du, ja, und deswegen habe ich jetzt gesagt, jetzt tue ich nur, ich habe Raiffeisen-Konto, das ist vom Streaming, ja, das gebe ich immer im Buchhalter, und ich habe mein normales Konto, ja, das, was von den Spenden kommt und vom Stream und, ja, wo halt so dazukommt, das haue ich dort rein und das andere heute, heute. Und ich muss auch gucken, dass ich um die Runden komme. Ich bin auch nicht reich. Ich habe auch nicht 1 Million. Nicht, dass viele denken oder zugucken. Nur weil ich Spenden kriege, heißt das noch lange nicht, ich habe Kohle wie Sandermeer. Nein, leider nicht. Ja, wenn ich es hätte, dann hätte ich dem Chuck schon längst einen fucking PC gekauft. Ja? So einfach ist es nicht, meine lieben Freunde. Ich habe es hier sauber, ja. Ich bin ein ordentlicher Mensch. Ich gucke alles. Ich habe heute auch, ja, ich gucke da drüben alles sauber. Ich mache für die Chefin was und gucke, dass alles sauber ist. Ich gucke in dem Garten da unten, dass alles perfekt ist, ja. Kann ein Segen, dass sie mich hat, dass ich hier reingezogen bin. Ist ein Segen. Ist so. Hat sie sogar gesagt. Habe ich ihr gesagt. Ja. Hier, wenn da einen hast, wo unordentlich ist, wird der Garten in den nächsten 10 Jahren noch schlimmer aussehen, wie er eh schon ausgesehen hat. Ja, und wir haben den, Schatzi und ich haben den ein bisschen verschönert, ne? Nur, dass ihr mal wisst, wie es aussieht, ne? Ich fahre einen Fiat Bravo. Hallo! 1996er Baujahr. 350.000 Kilometer. Ich passe auf das Auto auf wie Sau. Alles gemacht, Kupplung gemacht, das gemacht. Ja, musst du ja auch machen. Entweder ich hätte ein gebrauchtes Gutes gekauft, ein neues gekauft. So, was passiert, wenn ich ein neues kaufe, Leute? 20.000, ne? 15.000? Kommt davon was, ne? Bank und dann zahlst du zurück. Und Bank schenkt dir auch nichts. Umso mehr du Kredit nimmst, umso mehr zahlst du zurück, ne? Ah ja, Kredit noch zurückzahlen, 190, ne? 7.000, 8.000 Euro noch, was ich habe. Nur das als Information. So, jetzt wisst ihr das. Ne? Wenn es immer noch nicht reicht, zeige ich euch mal mein Konto und meine Bankdaten, dann wisst ihr das. Ja? Und ich danke es allen, wo mir gespendet haben, ne? Der Markus C., der Flatte Blaude und so weiter und so fort, Leute, ja. Aber so großes Herz, ja. Ihr habt mir den Arsch ein bisschen, ja, aufgeregt. Es ist okay. Es ist einfach den Rahmen, wo ich sage, Dankeschön und das ist einfach super, ja. Und dafür danke ich euch, ne? Es geht jedem so, Chuck. Allen. Ne? Und in Deutschland kriegst du ja nichts, ne? Wenn Rente bist und wenn, ja, die nehmen dieses. Das ist halt so. Ja. Und da musst du halt gucken, was machst du, ne? Ich weiß, dass es nicht einfach ist. Ich hab's auch nicht einfach. Keiner. Geld, wenn es ums Geld geht, werden Menschen zu Arschlöchern und das ist eigentlich so, ne? Und ich sehe es halt wieder hier bei dem Urwald, wo sie alles abbrennen, ne? Und
Ja. Aber hier ist echt scheiße eigentlich, habe ich gerade gemerkt. Ja. Da ist eigentlich gar nichts los, ne? Soll ich mal den, warte mal. Das finde ich ein bisschen blöd. Ich muss immer gucken, welche Route was ist hier. Spektrum, den, die Zweier, ne? Der Zweier, probieren wir mal den Zweier hier. Sehe ich einfach, Chuck. Wenn du sagst, dann geht wieder was kaputt. Ja, aber da gibt's, für das gibt's Familie, wo zusammenhalte. Für das gibt's uns Leute, uns Community, ne? Für das sind wir da. Wir können nicht alle retten. Ich kann auch nicht alle retten, ja? Aber für das gibt's Familie. Für das, ich danke dem Herrgott, dass meine Mama noch lebt. Ja, mein Papa ist schon gestorben und ich habe auch kein Erbe bekommen oder sonst was oder irgendwas, ja? Das ist nichts. Wir haben nie irgendwas gehabt. Ja? Meine Mama hat Pension, ja, und mein Papa hat Pension gehabt. Und ich habe ihn gepflegt, ich habe das Geld bekommen, ein bisschen für das, das ich gepflegt habe, ja, durfte Geld holen und dafür habe ich mir auch den Arsch aufgerissen und geholfen. Wildschweine. Soll ich Stufe 2? Was hatte ich denn vorhin? Ah, der sinkt runter. Nee, der sinkt nicht runter, ne? Markus sagt, du sollst mal WhatsApp schauen. Meint bestimmt bitte. Gleich. Also hier ist echt kacke, da ist gar nichts, finde ich. Guck. Jetzt hatte ich so ein super Eck und dann. Da ist er komplett tot. Aber ich hätte eigentlich jetzt Bock, nochmal wieder was anderes zu spielen. Obwohl, es ist eigentlich ein schönes Game, Leute. Es ist eigentlich. In solchen Buchten sind doch normalerweise Fische, ne? Das sieht doch so geil aus, guck mal hier. Ans Land, kann ich ans Land? Da ist es auch so dreckig, ne, der See, ne? Mann, du. Da gucken, das machen, dies machen. Jesus Christ, hey. Ja, was ist jetzt? Und für was hast du mir das jetzt geschickt, Markus? Aha, was du hast. Digi, ich habe einen Computerhändler, war ich, ne? Mein Mann hat gesagt, sehr schöne Wohnung hast du. Ja, ich habe nicht mehr neue Bilder gemacht. Soll ich mal eine Gruppe schicken dann? Ja, aber ich gebe mir Mühe, Leute. Ja, das weiß ich. Ja? Alles, was ich bekomme in Spenden und sonst, das habe ich verdient. Ja, alles, was ich mache und so und was ich zurückbekomme, das habe ich verdient, weil ich mir einfach den fucking Arsch aufreiße jeden Tag. Ne? Und eigentlich probiere, das Beste zu machen. Jetzt drüben auch wieder aufgeräumt heute, das Gift in die Fresse kriegt. Deshalb ging es immer so schlecht heute, oder? Da, also Gift, ich habe halt den Scheiß aufgeräumt, ne? Ich gehe noch an eine andere Stelle, weil ich glaube, da ist irgendwie. Das ist ganz komisch hier, das Wasser, ne? Interessant, ne? Weil mit dem Wobler Stufe 2? Ne. Jetzt muss ich erstmal abwarten. Was? Ich muss in den nächsten 2 Wochen Kollegen helfen, Traube abfahren, da kriege ich wieder Kohle. Na eben. Pro Tag 100. Ja? 6 Tage oder 7 Tage sind 200 Euro. Dann habe ich 1200. Okay, ich will mal auf eine andere Map gehen. Aber ich glaube, ich spiele noch mal ein bisschen. Ich möchte das noch mal probieren, Fischen bleiben. Ich möchte auf die Stufe 38 kommen, meine Lieben. Ich glaube, dass ich schnell stoppe, ne? Oder Marc, oder Martin, hast Bock auf Alltagssimulator noch? Ich dachte schon. Bitte was? Ich dachte schon jagen. Soll man jagen? Soll ich mal mitjagen? Wenn du jagen gehst, dann brauchst du Martin fragen, ob er Bock hat. Dann sagt er nie nein. Hä? Wenn du Martin fragst, geh mal jagen, dann brauchst du ihn gar nicht fragen. Martin, aufgehen, jagen, da ist das Wort dabei. Und schon gemacht mit. Okay. Nein, ich muss mal gucken, was ich jetzt mache hier. Denk dran, ich muss morgen wieder raus, gell? Martin.
Ich wollte andere Map, aber ich komme gerade nicht raus hier aus dem Ding. Wieso? Ich bin morgen wieder beim zweiten Schnitt. Sag das mal dem Stefan, 450 Watt Netzteil, zeigt er der Vogel. Ah, hier, jetzt spielen. 450 Watt ist doch zu wenig, oder? Ja. Karriere wäre... Da muss ich ein bisschen 600 haben, oder? Ja. Oder eher 800, eher. Kack, die Grafikkarte ab und so wat. Oh, Mann. Trophäenfische, was ist denn das für ein Map von Frankreich, was gibt's denn hier? Karpfen, das will ich aber nicht. Baggersee, also Bergsee, Grand Union. Hecht und Barsche. Oh ja. Will ich mal wissen. Ah, den Kanal, das ist auch mal lustig. Sonnenaufgang? Nee, ich will Nachmittag. Probier ich mal. Ich mach noch ganz kurz nochmal die Fishing Blende, meine Lieben. Ich fange euch jetzt auch gar keine Diskussion an, welches Netzteil oder nicht, oder welcher PC oder wenn du drei Monitor hast, ist es einfach zu wenig. Und das ist einfach ja, klar, es ist halt nur für der Rechner sind halt für einen Monitor berechnen. Oh, das ist auch schön hier, guck. Street Fishing hier. Guck mal, Leute, das ist ja lustig hier. Aber zum Streamen brauchst du zwei. Ja, oder du hängst da Handy oder so an zum Chat schon. Ajo. Wenn ich 6 Stunden stream, kann ich nach 3 Stunden das Handy laden. Ajo. Du weißt schon, dass es vorher heiß wird, wenn du währenddessen noch was anguckst. Wenn du nur im Chat bist. Ach, das ist ja schön hier. Meins wird nicht heiß, wenn ich es nur lade. Aber wenn ich noch anderes Zeug mitmache, dann wird es heiß. Ja, schon klar, je ausgelasteter er ist, desto wärmer wird er. Ist irgendwie ja, ja, du weißt aber schon, dass es mal eben. Du weißt schon, dass es irgendwann Peng machen kann. Ja. Mein Handy ist nämlich 800 Euro wert. Meins war mal 1000 wert. Nur hab ich so 2 Euro bekommen. Ja und? Ich hab's für die Hälfte und glaube noch mal 10% drauf. So. Guck du erst mal so gescheiten PC kriegst, dann reden wir weiter, Digi. Ja, in 4 Monaten wahrscheinlich. Ein ordentliches Mikrofon. Wie alt bist du? Ja, ein neues Headset. Wie alt bist du? 15. Achso, das Leben fängt erst an, Digi. Ja, Alter, mit 15 Moment. Wusste ich immer, was mit 2 Mit 15 habe ich der erste rausgehauen und wer erst die Braut flach gelegt. Ah, ja. Da habe ich noch gar nicht gewusst, was PC ist. Da wusste ich immer, wie man PC schreibt. Oh Mann, immer die schlechten Kommentare. Wo? Ist aber die Wahrheit. Wo? Wer hat was schlecht? Was mir hier sagen, mir zwei. Was? Was sagen wir? Ganz normal. Wo ist jetzt ein schlechtes Kommentar? Hä? Das ist einfach nur die Wahrheit, was mir sagen. Dass er 15 ist. Du bist ja 15, Digi. Digi, du hast erstmal einen richtigen Fick und dann bist du erstmal ein richtiger Mann, Digi. Na, das meine ich nicht. Und dann reden wir weiter, Digi. Das ist Fakt. Die schlechten Kommentare im Sinne von. Was hast du vorher gesagt? Was? Nichts Schlimmes. Oh! Biss! Arsch! Hab ich auch nicht gesagt. Was? Ich hab gesagt, schlechte Kommentare. Ja? Wir haben nichts gemacht. Ist alles gut, Digi. Da gibt's Barsche, Digi. Weiß ich, 15, alles. Bist ja in der Schule. Mit 15 hat man halt noch nicht, kann man sich keinen. Arbeit schon. Ja, aber. Mit 15 habe ich schon mit Dachdecke angefangen, Digi. Kaum Schule raus, bumm, auf dem Dach rumgejackelt wie ein Blöder. Ja? Und Sonne verbrannt, Augen kaputt gemacht. Spengler um Dach rumgejackelt für einen Scheißdreck. Wenn ich das damals gewusst hätte, hätte ich mir das fucking Scheiß sparen können. Ja?
Ich bin LKW-Mechaniker, verdammt nochmal. Eben? Lehre, oder? Ja. Okay. Wenn ich erst vor 3 Wochen angefangen hab. Eben? Was kriegst du in der ersten Lehre? Nicht so viel, ne? 700. Oh, das geht eh. Das ist auch so ein undankbarer Job, ne? Mann, die bekommen immer mehr heutzutage. Züge von 200 Euro bleiben wir noch 500 Euro, also brauche ich 4 Monate, bis ich 2000 Euro hab und man. Nein, stopp, wie, was? Wie rechnest du, was? Wie? Glaub es mir, wenn du 500 Euro im Monat hast zur Verfügung, glaub es mir, du hebst kein einziger Cent auf, jeder einzelne Cent hebst du nicht auf. Das schaust du in 4 Monaten nicht. Kannst du doch, wenn die Eltern helfen. Ja, es gibt immer wieder du, mal was. Sei doch froh, du wohnst doch noch bei deinen Eltern. Oh, wo habe ich denn hingeschmissen, oder? Macht's doch nicht so kompliziert. Du wohnst doch noch bei deinen Eltern, oder? Jo. Ja, kriegst Fressen gratis. Du musst nichts zahlen. Du musst Wohnung nicht zahlen. Hey, schätz dich glücklich. Bleib so lange wie bei deinen Eltern, wie es geht, Digi. Na eben. Und spar dir das Geld. Du bist auf Zeit. Ich habe den Fehler auch gemacht, dass ich nie was auf Zeit tun habe. Ich habe keine Ahnung, wie viel. Ich habe, glaube ich, knapp 3000 auf meinem Sparbuch. Wer war denn? Hä, wieso kann ich die Route nicht wechseln direkt? Ich verstehe es gar nicht. Ich habe, glaube ich, 3000 oder mehr auf meinem Sparbuch. Wer? Was willst du denn? Das ist ein anderes Spiel. Das ist jetzt nicht mit Dings. Ey, habe ich jetzt echt auf die Brücke geschmissen? Nö. Doch. Ich hab dich auf die Brücke. Aber du, das ist geil hier. Gezielt, aber nett. Guck mal, Leute, ich lauf so ein bisschen rum. Das sieht, ist geil, ne? Ich lauf hier ein bisschen rum, ich gehe da. Ich finde das gut mit dem Kanal hier, das ist richtig geil hier. Ja, schön, ne? Das hat man irgendwie noch England aus. Ja, ist England, ja? Also nee, Frankreich. Nee, Frankreich, oder? Ich hab keine Ahnung. Buckway. Was ist das? Ist das England? Bitte was? Wie heißt das? Hm? Wie heißt der Ort? Also der Kanal heißt so, glaube ich. Warte mal. Angelplätze. Das ist. Wo bin ich denn eigentlich? Warte mal. Ich mach da doch nicht so eine Kanäle. Wo bin ich denn hier? Hm? Brand Union, vielleicht finde ich das. Nein, nein, wo bin ich denn? In Karte sehe ich auch nichts, wo ich bin. Aber ich find's gut, das sieht ist lustig. Flieger lande gerade. Guck mal, Schatz, wie bei dir. Hannover, meinst du noch? Bei mir schwirrt dafür auch nochmal dumm. Ah, ich hab die zu hoch, warte mal. Jop, das ist ein Kanal in England. Ja. Brauchst nur Grand Union bei Maps eingeben, steht schon. Ja. Toll, ich inzwischen mache ich mal einfach nochmal bei MIFCOM an PC für rund 2000. Wenn möglichst runter. Das Geld liegt auf der Straße, man muss nur wissen, wie man es richtig aufnimmt. Buddy joined your channel. 8. Gen, Ryzen, 1. 2. Gen, Ryzen. Ah, kommt, Gen. Kommt Fisch, kommt Fisch. Aber die Blopper magen die nicht so, ne, hier. Also sie schießen ran, aber irgendwie. Das Wackeln finde ich ein bisschen kacke hier, wenn man in dieser Ansicht ist. Das finde ich ein bisschen schade. Warte mal. Ich habe keine Ahnung, ob das ein Glas oder Acrylfenster ist. Wieso kann ich die Route nicht mehr aussuchen hier? Guck, ich kann die nicht aussuchen. Wenn ich hier einmal. Dein Freund. Ah, da haben wir es. Carbide 25. Wer ist da? Dein Freund. Der David ist hier. Moin, Digi. Lol. Na? Lol. Ich muss jetzt gucken, ob ich die Route hier nehmen kann da. Wow. Okay, das ist jetzt geil. Ah, ich schon mal fürs Gehäuse 32 Euro drauf. 3700X wäre geil.
Soll man aber mal 145 drauf. Asus. Rock. So, Gigabyte. Nicht alles vorlesen, Digi. Ist extrem stressig. Ach, scheiße. Hä, was habe ich denn jetzt dran? Ich weiß es gar nicht. Oh ja. Oh, bei ja. What? Das läuft hier gerade nicht. Ich weiß nicht genau, was ich da nehmen soll. Warte mal. Das ist ein bisschen verwirrend hier gerade mit dem Kanal. Warte mal, hier. Und das ändern. Ich sehe gerade, ich habe gar keinen Blopper drin hier. Das ist hier dieser. Spacer dran dann. Okay. Welches war das denn? Nicht immer alles gleich kommentieren, Digi. Oder hast du so empfindlich eingestellt? Einfach lesen selber, aber nicht immer gleich das immer sagen, weißt du? Wie mache ich das jetzt, Marco? So, oder? Ist es der Spinner? Ja. Setup zurück. Hier. So. Ja, geil. Ach Mist, jetzt habe ich zu weit geworfen, Martin. Wo bin ich denn? Ich bin drüben. Oh, aber der hatte ich jetzt, ne? Wo hänge ich denn? Oh, Leute. Na, ich. Oh, da muss ich aufpassen beim Auswurf. Psst, Markus. Autsch. Was ist denn jetzt los? Wieso kann ich da nicht? Das ist so ein komischer Wobbler und damit dem muss ich jetzt erstmal klarkommen. Ja, 1,4 Meter da unten. Ach nö. Also hier kannst du eigentlich Barsche fangen. Ja, du musst dich sonst stummen, weißt du, wenn du redest, Markus. Dabei, dann machst du das Mikrofon aus, wenn irgendwas gerade machst oder so. Und dann die Leute, was ist mit dem los hier hinten? Aber ganz lustiger, ich weiß nicht, ich probiere mal, wie weit ich laufen kann. Mal gucken. Ich mache jetzt sowieso gleich eine Pause. Ach, hier, komm. Komm von hier. Ach. Markus? Hallo? Digi? Was? Stumm dich mal, wenn du mit dir redest. Bitte. Ein Tom, ein wildes Tom. Oh nein. Oh nein, ein wildes Tom. Was macht Jack? Streamt er noch? Macht LS19? Und Martin macht Hunter. Gleich die Stufe. Ah, das ist ein Blopper, guck. Hä? Dammhirsch. Ich werde am ausprobieren, welche Waffen ich hier nehmen kann, für welche Tiere. Ja, ich bin gerade überlegen, ob ich da mit dir mal auf Jagd gehe, noch schnell noch. Dann lass ich es nämlich jetzt gut sein, weil 2 Stunden wollte ich eigentlich machen, meine Lieben. Aber ich komme gerade mit dem Wobbler hier nicht klar, ne? Ganz, ganz komisch gerade. Weil, warte mal, 2, 3, da kann ich so nicht aussuchen, wenn ich hier bin. Das irritiert mich gerade ein bisschen.
Ich wollte eigentlich den Blopper, ne? Ich wollte eigentlich diese Route, so. Ausgewählt. Dann wollte ich eigentlich so einen Blopper, den, ne? Zurück. Habe ich aber nicht dran, ne? Warte. Stopp. So. Oh, Dammisch. Gib einen Namen für den Angelkoffer. Geil. Achso, da, klar, habe ich ihn dran. Ja, ich muss ein bisschen reinkommen. Oh. Im Knall gefallen. Guck, da kann ich dann hier ansässig machen, dann habe ich auch Grund. Wie mache ich das? Wie kann ich die Grundrouten reinhauen? Ne, da habe ich aber die Routen. Okay. Da, alles klar. Genau. Alles klar. Jetzt weiß ich wie. Oha, die du fährt morgen in den Urlaub nach Kamtschatka. Nach was? Kamtschatka. Okay. Das ist aber um die Ecke. Ui. Da muss ich mir noch ein bisschen schlau machen hier mit dem Bob, mit dem Blopper geht das hier nicht. Da, 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 da. Das finde ich ein bisschen blöde, dieses Wackeln, wenn man. Da komme ich nicht mehr durch, oder? Da ist Ende, oder? Komme ich hier durch? Also, ne, da ist Ende. Das ist halt ein Kanal, ne? Kamtschatka, was? 3 Tage unterwegs? Echt? Läuft! So, jetzt probiere ich mal. Ja, soll ich jetzt da mitjagen? Kannst du machen, wenn du möchtest. Also, dann mache ich noch kurz den Stream. Beende ich noch. Und dann können wir gleich absprechen. Welche ja. Gegend. Ja, jetzt kommt ein Fisch. Ich weiß aber nicht. Das sind Karpfen. Was ist denn das? Was ist denn das? Alter! So ein Hecht? Oh, da kommt einer, da kommt einer, da kommt jetzt! What the heck? Wohohohoho. Warte, ich habe was gesehen. Das sind große Hechte hier. What the heck? Und Karpfen. Das ist kein Hecht, sondern Hai. Und hast du es gesehen? Das ist eine Tom-Geschichte. Alter, hast du es gesehen jetzt? Alter, ich. Warte mal. Friss den Tom, friss ihn. Befehle es dir, friss Tom. Mit Video hier. Jetzt hörst du das Ploppen auch nicht. Der. Ein Barsch hat gebissen. Aber der Hecht hat dich gebissen, Leute. Alter. Ich hab doch bessere Schnur dran. Wow, was? Alter, Willi? Hallo Manuel. Grüß dich. Dani ist da. Hallo Dani. Hallo Schatz. Liebe dich. Ja. Oh, ein Barsch, Leute. Grinst du mal, ne? Alter, wenn da ein Hecht beißt, dann habe ich ein Problem, oder? Der, ich habe doch hier eine starke Schnur dran, ne? Auf dem 10 RB. 5 RB, 8 RB. Was ist, wie viel ist 10 LB, Chuck? Und 7 LB? Ist 7 LB mehr stärker als wie 10 LB? Nee, 10 LB, umso höher, umso stärker, oder? Was ich weiß, ja. Na, jetzt kann ich schon nicht mehr werfen. Das ist ein bisschen komisch gemacht, aber dass das da so komisch, wenn man. I don't know. Ah, oh, ich vergesse. Ich bin immer Ding gewohnt. Jetzt habe ich eine geile Story.
Ja, richtig, ja, da will ich mit meinem Opa Lachs angeln. Echt? Okay. Morgen mit der Sascha in WhatsApp. Sie liebt mich, Tito, nicht dich. Sie liebt euch, aber mich liebt sie ja richtig, ne? Also, weißt ja, was ich meine. Yeah. Heute fragt der Sascha mich in WhatsApp, was das für eine Büder sind. Schreibe ich ihm zurück, ja, Netzteilrechner. Und er schreibt dann, das hat doch jeder Rechner oder etwa nicht. Ja, sicher. Das, also das ist ein Handicap von dem, wenn sie das hier da so. Ja, warte, wir müssen eine Hand da spielen. Oh, ich hoffe, ich habe da noch. Konzentration für. Oh, der traut sich was, ne? Ja, doch. Digi, dich schlage ich immer noch in allem, ne? Kopfstand, Liegestütze. Sexuell, Digi. Glaub's mir, Digi. Er macht dich platt mit seinem dritten Bein. Ja. Von links also, nach rechts schlägt er dich. Okay, Leute, dann stoppe ich mal. Ne? Ist ganz lustiges Game. Finde ich jetzt gar nicht so schlecht. So als Zeitvertreib ist ganz gut. Ne? Warte mal, wie kann ich schnell rennen? Mach nochmal. Geht schneller? Warte mal, stopp hier so. Das ist das Schnellste. Ne? Okay. Stopp ich mal, geh mal raus. Such dir eine eigene Freundin, Digi. What? Nicht da meine Freundin anmachen, Digi. Ganz schwerer Fehler. Ganz, da ganz kann schwer. Man nichts dran machen. Die Dani, die ist Stein. Da kann man nichts dran machen. Einmal 120. Wenn du dich dran machen willst, denn ja, viel Spaß. Ich guck nur zu, wie er dich vermöbelt. Und wiederbelebt dich danach, damit er dich nochmal verprügeln kann. Da gibt's nichts mehr zum Wiederbeleben. Ja doch, ich muss es ja so lange versuchen, bis es klappt. So, meine Lieben, wir machen kurz Pause. Ich spiele ein bisschen The Hunter vielleicht mit dem Martin, wenn er noch Bock hat. Ich habe heute so viel. Hier, guck mal, Leute. Schöne Blase. Kennst du? Oh, die könnte ich jetzt aufstechen und dann live sehen. Wollt ihr? Oh ja, das mache ich jetzt. Das wird jetzt geil. Warte mal, ich hole schnell eine Naht. Wartet. Ich habe heute so viel geschaufelt da draußen. Das sieht jetzt schön richtig. Jetzt ist er blasengeil und will sich eine Blase im Stream aufstechen. Oder? Ja. Yep. Kacke. Das ist doch das, was ihr immer sehen wolltet, ne? Habe ich gehört hier. Ne? Ein Vögelchen hat mir das gezwitschert. Ja, wie dieses ja, Vögelchen, was die das gezwitschert hat, niemals kennenlernen. Was? Wie? Wollt doch das sehen, oder? Wie? Warte mal. Ist nicht so was? Der Hölle? Klar, das steche ich jetzt auf, die Scheiße. Ach, nein. Das ist eine Nadel, ne? Da, nimm mal teil. Oh! Oh, jawohl, Digis. Was, ach, immer noch nicht? Ach, Mann. Ach, Mann. Oh, jetzt. Hat ich gesehen? Eine Blase, weil ich heute immer noch drin? Alter, ich hole jetzt gleich eine Motorsäge. Ist es pervers? Könnt ihr noch? Noch ein rohes Ei? Jetzt ist draußen. Seht ihr? Jetzt ist das? Oh. Sehr froh, Tom. Sehr froh, dass ich jetzt nicht bei dir bin. So, hab's draußen. Saft. Ei, wie gut, dass er das nicht rangesiedelt hat. Ei, super, ja. Sonst wäre man Mittagessen umgekommen. Hätte Hallo sagen können. Jetzt habe ich es draußen. Ja, ich habe heute draußen die Pflanzen hier ein bisschen, ja. Uah.
warte, ich komme nachher dann, ne? Gerade am Bison bei. Hä? Gerade am Bison bei. Ich weiß gar nicht mehr, ob ich es noch kann, ob da, wie das läuft noch, ne? Mal gucken, ne? Flinte will ich jetzt auf ihn schießen. Und das wieder ewig. Da haben wir es. Ihr denkt das gleiche, was ich denke, oder? Du willst nicht wissen, was ich denke. Sollen wir noch die Hand spielen um 0.05 Uhr? Meinst du? Eher nicht. Ich habe heute da die ganzen Pflanzen beim Garten. Ich habe da so 5, 6, 7 Stück bekommen. 7 Stück. Und habe die mit dieser Kelle musste ich da rein so scheppeln. Und dann habe ich schon gemerkt, dann habe ich die Handschuhe. Ich habe die Handschuhe nicht angezogen. Und das war eigentlich zu viel, ne, auf einmal. Okay, da ist nicht weiter lohnen will. Ich sag einmal einfach, was ich da rein dann hab, okay? Und was? In was? Wo ich? Was hast du? Beim FCOM. Jetzt muss ich mal gucken, erstmal bevor ich dir einen Stream ausmache, ob ich eigentlich dieses noch, der Hunter eigentlich noch im Thumbnail hab. Oh doch, ich hab noch. Nee, hab ich doch nicht. Doch, warte mal, ich muss mal gucken. Oh, das habe ich lange nicht mehr gespielt, ne? Martin zockt jeden Tag und ich. Wo ist es denn? Oh, ich glaube, da habe ich gar keins. Ich finde es gerade nicht bei mir, Martin. Da wäre der Martin aber, glaube ich, traurig. Hm. So, meine Lieben. Ah, da. Hab's mal. Habe ich da noch ein Thumbnail, ein aktuelles? Achso, ja, das mit der Hand da so komisch. Ja, genau. Oh, da habe ich. Oh, da bin ich. Was? Ich bin einmal auf dem Berg hoch. Weißt du, Martin? Voll. Bis zum letzten Berg bin ich hoch, ne? Kannst du da eigentlich noch mal das Gehäuse erlernen? Okay, wenn du Freude hast, lass du Leute blöd an. Besonders mich, oder wie, Tito? Habe ich das richtig verstanden? Und wie sehe ich das jetzt? Also diesen Sarkasmus. Klär mich mal auf. Also wenn du Freude hast, deinen Opa zu sehen, lässt du mich blöd an hier im Stream. Wenn ich was sage, weh? Die Blase kommt nicht vom Arbeiten, vom Wichsen oder was meinst du, oder? Und nur so Scheiße halt gerade von dir reinkommt und sowas. Ja, nee, du bist eigentlich kurz vorm Fliegen eigentlich. Sowas hasse ich. Man kann Spaß haben, ja, man kann blöde reden, in gewissen Maßen, aber man kann es auch echt fucking übertreiben. Und ich bin gerade noch, eigentlich bin ich gerade noch gnädig mit dir, Digi. Tom, beruhig dich. Das ist noch Gnade, vor Recht. Ja, Tom, beruhig dich. Noch ein Ding, den hat er 300 Sekunden. Nee, das ist ja immer das Problem, dann fängt wieder das Mimimi an und sowas, weil ich der Streamer bin und sag irgendwie dann, ja, und dann kommt wieder genau das, was ich schon bei vielen 20, 30 anderen Digis gehabt habe, ne? Vielleicht ist er halt so. Weiß ja nicht, ne? Vielleicht braucht er das ja. Keine Ahnung, ne? Anstand ist es jedenfalls nicht, ne? Wir machen Spaß und so. Das ist halt das Problem, wenn ich dann ein bisschen zu viel Spaß mache und ein bisschen übertreibe als Streamer oder sowas, denkt man, noch hat, kommt dann das raus irgendwie, was, ich bin 48, ne? Da hatte ich immer schon, kommt dann das raus, so, ach, wenn er so redet, kann ich ja auch so reden. Der Digi nimmt das ja auf die leichte Schulter, ist ja kein Ding und so. Ja, für mich ist das eigentlich, ja. Ich lache ja bei allen eigentlich, ja. Ich finde ja alles gut, was spaßig ist, ne? Nur, wenn ich dann so merke, wenn da so der übertriebene Punkt kommt, so dieses Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom, übertriebene Punkt, wenn ich es mal so sagen darf, ja, dann ist irgendwie bei mir da eine Grenze und denke ich mir so, soll ich das so sagen oder eher nicht? Ja? Besser ist es halt manchmal einfach die Schnauze zu halten, ne?
Weil es kommt eh nichts Gutes raus, ne? Und das ist halt das Problem gerade. Ja, Matt, meine Lieben, ich stopp kurz den Stream. Wir sehen uns gleich nochmal. Ich spiele mit Martin noch ein bisschen der Hunter. Mir geht es heute nicht so gut. Ich habe es wieder ein bisschen, ja, ein bisschen hinbekommen. Ich war da komplett. Ich habe auch nichts geschlafen, Martin, weißt du? Ich habe eigentlich den Scheiß drüben gemacht und noch aufgeräumt hier alles und in der Wohnung. Meisten. So, meine Lieben, wir sehen uns gleich später nochmal. Dankeschön fürs dabei gewesen sein. Ja, auch mal ein schönes Spiel, oder? Fishing Symbol, finde ich. Ist anders wie Fishing Planet. Ja, es gibt ja das Russian Fishing, das finde ich jetzt nicht so gut. Russian Fishing 4. Was gibt's noch? Noch was anderes, ne? Und dann sehen, hören wir uns, mein Lieben. Bye, bye. Bin draußen. Komm gleich wieder. Tschüss.